Auf der Brust, ne? Ja. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, da passt's. Wo ist der Sonnenstreifen? Hier. Brust, oder? Ja, quasi. Na, jetzt ja gerade weg. Ja. Gerade Sonne weg. Aber ja, aber da ist ja jetzt nicht ja so wild, wenn er nur da ist. So, und nur Webcam. So passt. Dann machen wir das Ding aus. Und müssten man uns eigentlich schon hören? Webcam, Bildschirm, jawohl, okay, passt. Ja, der Atom müsste jetzt da sein. Ja, jetzt haben wir tatsächlich hier noch die, aber ist ja egal, das sieht man jetzt nicht, deswegen ganz dunkel. Ja. Hört man uns? Geh mal links. Noch kein Ton bei YouTube. Okay. Guck mal, ja, war wahrscheinlich noch jetzt gerade, bevor du hochgedreht hast. Genau. Links kannst du noch da oben Kommentare, Moderation, kannst du da irgendwas noch wählen, wo nicht angegeben steht. Nö. Passt, oder? Alle, oder? Ja. Genau. Genau, und dann müssen wir Ton geht. Okay, ja, wer gerade hat noch keine Kommentare gesehen. Okay, dann machen wir erstmal das Bier auf in der Zeit, wo die Gäste eintrudeln. Das Bier wird gesponsert von. Wissen wir nicht. Wer ist denn nochmal gleich der AD von Anja? Manuel? War das Manuel Travers? Ich weiß es gar nicht mehr, wer das gesponsert hat. Keine Ahnung. Scheinbar zum Wohl. Prost. Auf jeden Fall was Wildes. Ja, schön. Schöner Rama-Pilz. Ja. Wir haben heute ein super Thema eigentlich, was aber super umfangreich auch ist. Deswegen machen wir zügig, würde ich sagen. Ja. Geben wir direkt Gas. Wir waren jetzt, wie lange nicht da? Vier Wochen, glaube ich. Ja, vier Wochen. Ich war im Urlaub. Und genau, letzten Feiertag war noch einmal. Feiertag war noch. Ja, genau. Und jetzt haben wir gedacht, kommen wir mit einem großen Thema zurück. Ja. Wir müssen das ein bisschen ranhauen, weil es ist halt echt, ist halt echt ein Riesenthema. Genau, also man könnte da durchaus auch 5 Stunden drüber reden und das ist immer die Gefahr, wenn wir dann einmal ins Reden kommen. Aber wir haben es versucht, gut durchzustrukturieren und wir haben auch eure Fragen. Hast du die nochmal angeguckt, die Fragen? Ja, oder genau. Sind da nochmal neue gekommen? Nee, wir hatten 3 Fragen. Eine haben wir auch schon mitgenommen, wie man das ins Training reinpacken kann. Ja, genau. Die andere Frage war. Hilfsmittel war noch eine Frage. Genau, TRX und so weiter. Genau, und dann war, wie bauen wir das auf im Aufbau quasi, ob wir Ausdauer erst oder dann. Genau, wann das zu welchem Zeitpunkt das Training. Können wir auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, wobei das ganz interessant ist halt, weil wir das vielleicht nicht ganz so hundertprozentig danach periodisieren. Aber gut. Ja, wir haben gedacht, wir fangen an. Mhm. Ich erzähle mal ganz kurz was allgemein über Krafttraining für 5 Minuten nur, damit wir so ein bisschen euch mitgeben, damit, also die Begriffe, dass ihr die versteht und danach gehen wir auf 4 Hauptziele ein. Ne? Genau, aber da kommen wir dann gleich drauf zu. Die Krafttraining jetzt hauptsächlich im Trailrunning, aber natürlich auch generell im Laufen. Also alles, was wir heute sagen, ist auch das Wissen über Laufen. Also es gibt nicht noch zusätzlich was, was jetzt Straßenlauf betrifft oder sowas. Ja? Oder Triathlon oder sowas. Also zumindest was Laufen angeht im Triathlon. Da gibt es jetzt nicht noch was, was wir auslassen. Ja. Aber wir gehen nochmal speziell auf das Thema Trailrunning und Ultra-Trailrunning noch zusätzlich ein. Ja? Fangen wir mal an mit Krafttraining. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut sie raus. Also einfach in die Kommentare rein, wir schauen uns die dabei so nebenbei an und kriegen das mit. Ja, genau. Ja, schön wieder hier zu sein, schön, dass ihr da seid. Wir fangen an mit dem Thema direkt Krafttraining. Also Krafttraining ist ja jetzt ist ein super, super breites Thema, das gibt es seit Ewigkeiten. Mhm. Ja. Und ist auch immer so eine Modegeschichte gewesen von, ich sage jetzt mal, den Gewichthebern irgendwo in den 20er, 30er Jahren, über Bodybuilding-Boom mit Schwarzenegger in den 80er, 90ern und jetzt eher so Functional Fitness. Genau, oder Crossfit. Crossfit in die Richtung, genau. Also und dann halt viel, Functional Fitness auch viel mit Körperkraft und viele Kombinationen, auch die dann ins Yoga reingehen und dann auch mit Kampfsport vermischt. Also sag ich mal, das ist immer auch der Mode gerade unterlegen. Mhm. Und das sieht man auch im Laufen, dass Krafttraining. Also da wird die Sau ja auch einfach ständig durchs Dorf getrieben. Es ist mal wieder irgendwas Neues und genau das ist jetzt das, was den Läufer voranbringt. Und dann gab es mal EMS, was ja eine Zeit lang sehr populär war, wo gefühlt jede zweite Ecke so eine EMS-Studio aufgemacht hat. Exakt, genau. Und da muss man einfach sagen, nicht jeder Trend, der gerade total vielversprechend ist, der übersteht auch die wissenschaftliche Prüfung. Ja. So. Ja. Also, aber deswegen mal ganz kurz Krafttraining insgesamt beleuchtet. Ohne jetzt auf die Ziele speziell fürs Laufen einzugehen, kann man aber sagen, hat Krafttraining grundsätzlich mal verschiedene Ziele, die man schon charakterisieren kann. Das eine Ziel ist sicherlich das Aussehen, also Muskelaufbau, Bodybuilding in erster Linie. Ja, darum geht es ja heute nicht. Dann haben wir als Kraft, Maximalkraft,
zum Beispiel beim Gewichtheben, ja, aber auch, gibt auch, also auch bei, bei anderen Sportarten kann das durchaus eine Rolle spielen. Ja, wo spielt jetzt Maximalkraft eine Rolle, zum Beispiel im Speerwerfen oder sowas. Ne? Also da vor allem aber auch Schnellkraft dann, ja. Ne? Nicht nur Maximalkraft, sondern auch Schnellkraft. Dann intermuskuläre Koordination ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Die spielt zum Beispiel bei Schnelligkeit eine ganz große Rolle, also bei Sprinten zum Beispiel. Mhm. Da spielt sicherlich auch die Muskelansteuerung eine Rolle. Ja, und die Ausbildung der Fast-Twitch-Fiber, was haben wir sonst noch? Dann haben wir die Kraftausdauer, die eine Rolle spielt, gerade eben beim, ja, auch beim Berglauf, beim Radfahren vor allen Dingen auch. Ja. Da ist eine große Kraftausdauergeschichte. Was haben wir sonst noch an Kraft, die ich jetzt so vergessen habe? Verletzungsprophylaxe quasi. Absolut, genau. Also quasi Gesundheitssport auch, ja. Sowohl beim Leistungssport, aber auch im Alltag. Also Verletzungsprophylaxe, aber auch Krafttraining zum Bekämpfen von Verletzungen, also zum Therapie. Da kommen wir auch kurz mal gleich drauf zu. Genau. Ja, das sind so, sag ich mal, die groben Felder. Und dann gibt es natürlich noch Mischfelder. Wenn man jetzt CrossFit nimmt, dann hat man natürlich total die Mischfelder. Da hast du dann einerseits Kraftausdauer, da hast du andererseits Schnellkraft. Ja. Du hast aber auch, es steht auch alles unter einem gewissen Bodybuilder-Aspekt. Die wollen ja auch, soll ja auch schön ausschauen und gleichzeitig aber auch funktionell sein. Sich nicht, also es wird gemixt. Ja. Aber das, also erstmal ist Kraft ein ganz großer Begriff. Und je nachdem, was ich machen möchte, danach ändert sich im Prinzip, wie ich die Kraft durchführe. Ich habe verschiedene Bewegungsarten. Das sind erstmal drei. Konzentrisch, exzentrisch und isometrisch. 90% des Krafttrainings ist konzentrisch. Das heißt also, ich bewege den Muskel und der bewegt eine Kraft. Ja? Und zwar in die Richtung, wo sich der Muskel auch bewegt. Das heißt also, klassisch Bizeps-Curls, der Muskel spannt sich an, verkürzt sich in der Anspannung. Ja? Genauso wie, also wo der Muskel hinzieht, da bewegt sich auch der Arm hin. Das ist konzentrisch. Ja? Also quasi Bizeps-Curls, Kniebeuge, eigentlich 90% der Übung. Dann gibt es isometrisch. Isometrisch bedeutet, der Muskel spannt sich an, aber er bewegt sich nicht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt Bizeps-Curls mache, ich würde es einfach halten. Ja? Einfach starr halten. Ich brauche natürlich trotzdem eine Kraft, weil das Gewicht nach unten zieht. Ja? Aber der Muskel verkürzt sich nicht und verlängert sich nicht. Sondern bleibt gleich. Klassische Übung wäre? Ja, zum Beispiel Wall-Sit oder sowas. Oder auch Plank halten. Genau, Plank ist auch isometrisch. Wall-Sit ist isometrisch. Ne? Also das ist quasi... Der Muskel bewegt sich nicht in der Länge, verlängert sich nicht, verkürzt sich nicht, aber arbeitet. Und exzentrisch ist dann natürlich logischerweise, der Muskel arbeitet, aber verlängert sich dabei. Ja. Also ich habe zum Beispiel hier ein Gewicht und ich lasse langsam nach. Ja? Also quasi beim Runtergehen, beim extrem langsam Runtergehen habe ich hier eine Verlängerung des Muskels und er arbeitet eigentlich dagegen. Er will sich verkürzen, aber wird in die Länge gezogen. Mhm. Und dass das den Muskel ohne Übung nicht so gut bekommt, da kommen wir dann gleich auch noch drauf zu. Okay, du musst dir die Dings merken. Das sind erstmal die drei Bewegungsarten. Ja? Und deswegen also exzentrisch lang werden, konzentrisch kurz werden, isometrisch, also iso gleich, gleich bleiben. So. Und dann gibt es natürlich die große Frage immer, wie viel Wiederholungen, wie viel Serien. Ja? Grundsätzlich kann man da sagen, umso weniger Wiederholungen, umso mehr ist es natürlich in die Richtung Maximalkraft. Genau. Maximalkraft reden wir ungefähr von 1 bis 4 Wiederholungen. In dem Bereich sind wir auch von der, bei der intramuskulären Koordination. Ja, da macht man auch 1 bis 4 ungefähr Wiederholungen. Dann geht man in den Muskelaufbau, ja, also reiner Kraftaufbau und Muskelaufbau, also Muskeldurchmesser auch und Krafterhöhung sind wir bei ungefähr 8 bis vielleicht 15, 20 Wiederholungen Maximum. Ja. Und danach befinden wir uns im Kraftausdauerbereich. Und Serienanzahl kann man das eigentlich so nicht ganz festlegen. Also da gibt es eigentlich alles. Also es gibt Maximalkrafttraining mit einer Serie, Maximalkrafttraining mit 4 Serien. Das gleiche gibt es im Kraftausdauerbereich. Kann man also so nicht ganz festlegen. Wiederholung heißt quasi hintereinander ohne Pause. Mhm. Und Serien heißt quasi, was bei uns beim Laufen Intervalle angeht. Ja, ja, so wie viel Intervallwiederholung macht man? Also, das ist die Serie. So ganz typisch ist ja, wenn man irgendwie im Studio so, keine Ahnung, 3x15 Wiederholungen oder irgendwie sowas hat. Einfach genau, ja, also 15 Wiederholungen, dann Pause und das Ganze dreimal. Ja, ja, das wäre so ein Standardsatz oftmals, ja. Genau. Martin sagt schon exzentrisch beim Downhill, da kommen wir auf jeden Fall zu. Genau, das ist eine ganz wichtige Geschichte da. Ja, und dann ist natürlich immer die Frage, will ich isoliert oder will ich möglichst kombiniert trainieren? Also das heißt, möchte ich viele Muskeln im Zusammenspiel trainieren? Ja, da wäre jetzt zum Beispiel Burpee eine ganz klassische Geschichte, wo ich sehr viel koordinativ auch habe, viele Muskeln zusammenspiele, auch Muskelketten und Streckungen und so weiter trainiere. Zum Beispiel
wenn ich jetzt einen Plank mache, wäre das zum Beispiel auch, wenn ich versuche, mal die Hand dazu heben, dann habe ich Diagonalketten, die ich komplett belaste. Und isoliert wäre im Prinzip, ich gehe auf eine Bizep-Curl-Maschine, wo ich wirklich den Arm ruhig halte und mache möglichst nur einen Muskel isoliert. Das hat natürlich den Vorteil, dass ein anderer Muskel dort nicht, sag ich mal, ausbremst. Ja? Mhm. Also ein kleinerer Muskel, der vielleicht früher müde ist, der bremst meinen großen Muskel nicht aus, weil ich den großen Muskel wirklich und den Muskel, den ich trainieren möchte, wirklich nur isoliert ermüde. Und auch nicht ein anderer die Arbeit übernimmt. Genau, für den, richtig. Für den schwachen Muskel, den man eigentlich trainieren will, dann ein anderer die Arbeit übernimmt, genau. Wo einfacher ist einfach dann. Das Vorteil ist, ich habe meistens eine einfachere Ausführung, also es ist sauberer, weil ich eigentlich recht fest in einem Gerät zum Beispiel drin bin und das Ganze nicht mit freien Gewichten mache. Nachteil ist natürlich, es ist nicht besonders funktional, ich muss nachher trotzdem noch, wenn ich das Ganze auch irgendwo in eine Funktion reinbringen möchte, also laufen, ein schweres Gewicht irgendwo ohne Stütze hochheben, dann brauche ich ja viele verschiedene Muskeln und da muss ich natürlich dann auch diese Funktion, also das Zusammenspiel trainieren. Dazu gehört dann, da kommen wir auch noch drauf zu, dann Balance, Muskelansteuerung und so weiter. Ja? Und da kann man auch nicht so sagen, was ist wofür, grundsätzlich aber eher Maximalkraft versucht man natürlich relativ stark zu isolieren, weil man ja genau diesen Muskel auch an die Grenze bringen möchte. Und wenn man eher in die Richtung funktionelles Training geht, natürlich dann eben versucht man viel zu kombinieren. Aber ich glaube, soweit habe ich euch nichts Neues erzählt, aber wir sind alle auf einem gleichen Nenner. Wir haben vier Ziele rausgesucht, weil das sind auch die vier Ziele, nach denen wir eigentlich gehen im Training, wo wir sagen, was möchten wir gerade erreichen. Ja? Genau, was ist so das Ziel im nächsten Wettkampf eventuell, worauf kommt es vor allem an beim nächsten Wettkampf, was ist so das, was vernachlässigt wurde in letzter Zeit. Genau, was fehlt dem Läufer oder was hat der Wettkampf für spezielle Anforderungen und danach haben wir vier Ziele jetzt im Laufen ausgemacht. Ja. Nummer eins ist Bergauflaufen, also ganz klassisch Bergauflaufen, also über längere Zeit auch, also nicht nur kurze Welle wegdrücken, sondern wirklich längere Zeit bergauf laufen. Genau, Nummer zwei ist bergab laufen. Ja, das ist das logische Gegenteil. Mhm. Ja, also das heißt, ich ermüde nicht so schnell im Bergab laufen. Ja, also auch das ist tatsächlich nicht unwichtig, was Krafttraining angeht. Dann ein Teil wie also Core, also der gesamte Körper, wie Stabilität und so weiter. Genau, wir haben es einfach mal Core genannt, weil da verstecken sich natürlich ganz viele Sachen drunter. Unter Gesundheit, unter Verletzungsprophylaxe, unter Umständen auch schneller werden. Mhm. Aber das besprichst du dann. Und Nummer vier ist die Laufeffizienz. Also quasi, dass ich, Effizienz bedeutet immer, ich kann bei gleicher VO2, ja, also bei gleichem Sauerstoffumsatz kann ich schneller laufen, ja, dann bin ich effizienter, also sauerstoffeffizienter. Und dazu kann Krafttraining auch, kann Krafttraining auch gut sein. Das sind die vier Ziele, die wir haben, ja, also bergauf, bergab, Core, Effizienz. Und die gehen wir nacheinander durch. Danach gehen wir hin und sagen, wie man es ins Training einbauen kann, was man ein bisschen beachten muss dabei. Zeigen euch ein paar Trainingsgeräte, wo wir sagen, die sind sehr gut oder die sind sehr einfach, dass man damit fast alles machen kann und die nicht viel kosten. Ja, und beantworten dann nochmal ein paar spezielle Fragen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann immer raus damit, dann gehen wir da gerne drauf ein. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, gehen ins Thema rein, fangen mit dem ersten Ziel an, bergauflaufen. Ja. Ganz viele, die im Flachland trainieren, haben dann Ziele, sagen, sie müssen da bergauflaufen. Oder Füssen hier, der 10-Kilometer-Lauf, der ist auch nicht flach. Auch da muss man 150 Höhenmeter bergauf wegdrücken. Vielleicht ist das ja auch für jemanden interessant, für Crossläufer interessant. Ja. Dein Thema. Genau. Also es ist vor allem, wie wir gerade schon hatten, also wenn ihr längere Zeit am Stück bergauf lauft, jetzt am Wochenende wäre ja zum Beispiel der Zugspitz-Ultra gewesen, das ist ja immer ganz Deutschland sozusagen am Start und es gibt ja auch viele Regionen, da habt ihr nicht einfach die Chance, mal 500 Höhenmeter am Stück zu trainieren oder sowas, sondern da geht es ja auch einfach, wie könnt ihr das ersetzen durch Training. Und erstmal wollen wir euch zeigen, anhand einer Studie oder einer Metastudie, einem Studienvergleich, welche Muskelgruppen überhaupt angesprochen werden. Und dass das sich wirklich auch unterscheidet, über welche Steigung ihr lauft, welche Muskelgruppen angesprochen werden. Und hierzu gibt es hier die dritte Tabelle, hier ist das sozusagen in der Studie. Und habt ihr einfach die Studie vielleicht nochmal ganz kurz, Titel aufmachen, ne? Ja. Also könnt ihr da gerne auch, ich bin nicht angemeldet, was ist das denn? Also hier, wie gesagt, das ist der Titel der Studie und da ging es wirklich, der Metastudie ging es um einen Vergleich von verschiedenen Studien, welche Muskelgruppen werden bei welcher Steigung angesprochen
um auch zu zeigen, was sich lohnt, am besten zu trainieren, je nachdem, wie der Wettkampf dann nachher auch ist. Genau, es ist eine Metastudie, ne? Also sind verschiedene Studien. Wir haben hier im unteren Bereich eher steile Geschichten, genau, im oberen Bereich eher flachen. Ja, genau. Und ihr habt hier die im oberen Bereich die verschiedenen Abkürzungen für die Muskeln. Ich glaube, wir können hier auch vielleicht noch einmal das größer setzen. So, vielleicht. Ja. Nochmal eins. Nee, eins geht nicht nochmal. Lass mal so. Ja. Genau. Unten drunter habt ihr die verschiedenen Abkürzungen der Muskeln. Und hier habt ihr dann die Muskeln aufgeführt und auch hier die. Beim Pfeil heißt das, es wurde vermehrt quasi verwendet, der Muskel wurde vermehrt angesprochen. Gleichbleibend ist eben keine Änderung und absinken ist weniger Verwendung. Genau, das machen die mit Elektro quasi, in der Elektromyographie. Mhm. Also gucken quasi, ist ein Muskel mehr oder weniger angesprochen worden von Nerven, weil Nerven ist auch nichts anderes als elektrische Spannung, die fließt. Und damit testen die das und sehen, entweder der Muskel ist mehr oder weniger angespannt worden. Und das ist eigentlich ganz interessant, was man sieht, nämlich... Genau, man sieht hier zum Beispiel, dass der Oberschenkelmuskel... Hier in der Gluteus, das ist der Hintern quasi in allen, bei jeder Steigung quasi angesprochen wird. Also immer ein sehr, sehr wichtiger Muskel ist in dem Bereich. Also mehr angesprochen wird als im Flachen. Genau, ja. Und dass ihr hier auch hier im Wadenbereich immer angesprochen habt. Also klar, keine Mehransprache ist natürlich auch noch eine Ansprache, aber halt nicht anders wie jetzt beim Flachlaufen. Auf jeden Fall mal nicht weniger. Genau, ja. Genau. Und ihr habt hier, dass hier der Oberschenkel ist Rektor Femoris, genau. Seht ihr, dass das ab einer gewissen Steigung quasi auch vermehrt angesprochen wird einfach. Genau, und der Vastus Lateralis, den haben wir ja auch da. Genau, genau. Haben wir hier noch. Ja. Genau, also das ist auch eine vermehrte Ansprache, umso steiler die Sache wird. Und Bizeps Femoris auch noch Oberschenkel. Ja. Also von dem her kann man sagen, wenn steil wird, ist hier Oberschenkel immer dabei, aber im Flachen ist der Oberschenkel gar nicht so viel mehr dabei. Also wenn ich jetzt nur so weiß, ich muss nur 2-7% Steigung laufen, also ich habe jetzt keine super steile Geschichte, sondern es geht nur ein bisschen hoch, dann ist eigentlich der vordere Oberschenkel gar nicht so viel mehr benutzt. Genau, da sieht man auch, ist vor allem der Hinterbereich mehr angesprochen einfach. Genau. Und ja, Wade ist in dem Moment auch nicht der entscheidende Faktor. Also gleichbleibende ist Belastung komisch, wie im Flachen, aber halt nicht erhöht. Genau, und wir haben uns noch verschiedene andere Studien angeguckt, da kommt das Gleiche raus, ja. Aber hier ist es so schön grafisch dargestellt. Ja. Also es ist tatsächlich so, wenn ihr nur bis 10% steiler lauft, dann ist hauptsächlich der Hintern. Also Gluteus Medius, ja, das ist jetzt hier nicht aufgeführt, aber vor allem auch der Gluteus Maximus, also der komplette Hintern, ja, wird da mehr benutzt. Mhm. Also von dem her Hintern trainieren, das wären so klassische Übungen für den Hintern, dass wir es schon mal abhaken können. Was haben wir da? Squats zum Beispiel oder Ausfallschritte. Genau, Lunges, genau. Das wären so klassische Hinternübungen. Es gibt auch noch verschiedene andere Hinterübungen, aber das sind so die funktionellsten, sage ich mal, wo man den Hintern sehr gut und hinteren Oberschenkel auch mitbenutzen kann. Ja, ja, und wenn es dann wirklich steil wird, dann Oberschenkel Vorderseite auf jeden Fall. Oberschenkel durch, kann man auch durch Kniebeugen zum Beispiel. Genau, also Kniebeugen oder halt auch Beinstreckerübungen, also zeigen wir euch nachher noch Übungen. Und halt auch Wadenmuskulatur, also Wadenheben und so weiter. Ne, also wenn es steil wird schon, dann habt ihr eigentlich eine komplette Komponente. Und woran das liegt, das kannst du vielleicht hier dann nochmal... Genau, der Christoph fragt kurz, wie mit der Studie aussieht. Also müsst ihr einfach mal nach dem Titel der Studie schauen. Genau. Und dann solltet ihr die auch finden eigentlich. Genau, einfach mal eingeben hier bei Biomechanics für Uphill and Downhill Running. Ich kann die sonst versuchen auch noch zu verlinken. Da hat die schon eine schon hast du schon verlinkt, sehr gut bei Facebook. genau. Mhm. Teilweise weiß ich nicht, ob ihr da alle Rechte zu habt. Also die sind nicht alle frei, aber ich glaube, die ist frei. Die müsste, glaube ich, frei gewesen sein. Bei ResearchGate, dann ist die frei. Genau. Genau, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das DKO wollte ich auch machen. Links, da, ja. Da. Danke. links, rechts. Die Geschichte wollte ich auch machen. Genau. Wir haben hier noch einen WKO-Chart, der es euch auch beschreiben soll, quasi wie es aussieht mit der Schrittfrequenz, sieht man hier einmal. Die ist hier auf der linken Seite abgetragen. Okay. Und dann habt ihr einmal die blaue Linie mit, wenn das mehr als 15% Steigung ist, welche Schrittfrequenz ihr habt. Und einmal, was mehr als 15%, unter 15% Steigung ist, welche Schrittfrequenz. Und hier sieht man das quasi, umso flacher das wird, umso mehr nimmt die Schrittfrequenz ab. Also ihr macht zwar kleinere Mehrschritte, aber es sind trotzdem weniger. Ja, wenn es steiler wird. Also wenn es steiler wird, macht ihr trotzdem kleinere Schritte. Und gefühlt vielleicht auch mehr kleinere Schritte, aber es sind trotzdem weniger, wie wenn ihr flach
das Tempo laufen würdet, genau, oder flacher das Tempo, also laufen würdet. Die Kadenz oder Schrittfrequenz, mhm, geht, umso steiler es wird, geht die Schrittfrequenz nach unten. Genau, ja. Und das ist jetzt nur Laufen, ne? Also es ist jetzt, Gehen ist da jetzt rausgefiltert, also nicht, dass ihr denkt, ja, ist logisch, da geht man ja auch mehr. Mhm. Das ist jetzt hier komplett rausgefiltert, es ist nur Laufen, mhm, und man sieht eigentlich, dass die 3 bis 5, sage ich jetzt mal, ja, oder 2 bis 5 Schritte macht man weniger. Hört, mhm, sich nicht viel an. Ja. Aber hochgerechnet ist es ja, genau, schon. Warum ist das jetzt wichtig? Also ich, mhm, meine, Schrittfrequenz, was hat das mit Kraft zu tun? Mhm. Ja, es hat von, also Schrittfrequenz hat für euch dem her was mit Kraft zu tun, indem ja quasi die Menge der Schritte, da muss die Kraft für die Schritte muss ja irgendwo herkommen. Also wenn ihr jetzt habt hier, zum Beispiel, wenn wir hier einen Punkt nehmen und ihr habt hier ja 80 bis 83 Kadenz, wenn ihr das pro Minute, wenn ihr das hochrechnet auf eine Stunde, seid ihr bei 4200 Schritte, die ihr die Kraft aufbringen müsst. Genau. Und da muss die Kraft muss ja irgendwie aufgebracht werden. Genau, und in weniger Schritten, also wenn man es jetzt mal rein physikalisch, mhm, sieht, dann ist ja Kraft, ergibt sich ja aus Leistung durch Zeit. Mhm. Ja? Und wenn wir jetzt sagen Leistung, also Watt jetzt in dem Fall, ja, schaffen wir, ist eigentlich der begrenzende Faktor, zumindest am Anfang, mhm, jetzt mal gehen wir mal von Ermüdung, ja, mal weg, aber ist ja eigentlich die VO2 Max. Mhm. Umso mehr VO2 Max ich habe, umso mehr Kraft, ja, ich kann ich, ja, ausbringen. Wenn ich jetzt weniger Zeit habe, dann, mhm, habe ich dementsprechend, also wenn ich die gleiche Leistung in weniger Zeit mhm, hinbringen möchte, mhm, brauche ich dementsprechend weniger Kraft. Und so ist halt, ja, die Gleichung hier. Ihr könnt euch das so vorstellen quasi, ihr wollt die gleiche Leistung mit, also wenn man es auf dem Rad zum Beispiel, mhm, sieht, könnt ihr das vergleichen, ihr wollt die gleiche Leistung treten, ja, also gleiche km/h treten oder die gleiche Wattanzahl treten auf dem Rad und schaltet einfach zwei Gänge hoch. Dann macht er weniger Umdrehungen und ihr wisst selber, es wird halt anstrengend, ihr braucht halt mehr Kraft. Jetzt haben wir beim Laufen haben wir ja nicht sowas wie, mhm, wie eine Gangschaltung, ja, da ist das Ganze automatisch. Das heißt, wir können nicht einfach schneller laufen oder weniger schnell, mhm, laufen im Sinne von mehr Schritte machen. Das wird sich für uns sehr unnatürlich anfühlen. Ja. Ja. Also man kann das natürlich versuchen, aber es wird nicht besonders ökonomisch sein. So ein bisschen, ja, ist das ja quasi, wenn man aus dem leichten Trippeln mit größeren Schritten laufen kann. Ja. Weil umso größere Schritte man laufen kann, umso schneller kommt man ja theoretisch den Berg hoch. Genau. Und umso mehr Kraft braucht man aber auch. Genau. Also von dem her kann man zwei Sachen festhalten. Erstens, im Durchschnitt normalerweise ist Bergauflaufen so wie Radfahren mit höherem Gang. Genau, ja, ja? Ja. Also ihr braucht mehr Kraftaufwand. Aber wenn jemand merkt, er läuft bergauf und hat Probleme mit der Kraft, dann kann man ihm eigentlich sagen, versuch noch kleinere Schritte und schnellere, mhm, Schritte, genau, zu machen. Genau, ja. Dann ist der Kraftaufwand geringerer, weil du die gleiche Leistung mit weniger Kraft pro Wiederholung, mhm, hinkriegst. Ja, ja. Ja. Das kann man so festhalten. Wie können wir jetzt, wenn wir jetzt das feststellen und sagen, okay, wir brauchen anscheinend mehr Kraft im Gluteus, mhm, mehr im Oberschenkel, mhm, also wir reden jetzt ja von Steilheit über 15%, ja, mehr in der Wade. Und wir haben jetzt festgestellt, jawohl, da brauchen wir mehr Kraft. Mhm. Was wären da jetzt so Wiederholungen und Serienanzahl? Mhm. Was wäre da so der Klassiker, den man jetzt da machen würde? Und was, ja, würdest du empfehlen dafür? Also man hat ja hier, wie ich gerade schon sagte, quasi auf eine Stunde gerechnet, über 4000 Schritte, was man zum Beispiel bergauf machen kann oder machen müsste dann. Und da bringen jetzt niedrige Wiederholungszahlen mit viel Gewicht nicht so viel, genau, weil das einfach eine lange Belastung ist. Und wenn ihr jetzt das vergleicht, ihr macht, keine Ahnung, 3x15 Kniebeugen, dann habt ihr 45 Stück gemacht, aber habt nachher immer noch diese 4000 Schritte, wo dagegen stehen. Und da ist die Auswirkung einfach nicht so groß. Absolut. Und deswegen ist alles, was hier auf Kraftausdauer geht, also wir hatten gerade das Beispiel mit dem Radfahren, wenn ihr da mit einem niedrigen Gang lange fahren könnt oder mit hohen Gang, also oder mehr im hohen Gang quasi, ja, mit niedriger Kadenz, das, ja, genau, so rum wollte ich, ja, hoher Gang, niedrige Kadenz, da quasi lange drücken könnt, das ist auch das, was ihr dann am Berg lange drückt sozusagen einfach. Genau, ja, also man kann quasi schon die Voraussetzung schaffen, mhm, mit Krafttraining, dass man sagt, ja, Muskelermüdung, 20, 30 Wiederholungen, vielleicht sogar 50, mhm, Wiederholungen, um das vorzubereiten. Ja. Aber richtig spezifisch kriege ich es eigentlich mit Krafttraining nicht hin. Nee, also man, ja, außer man macht dann keine Ahnung, ja. Ja, aber dann kann ich halt. Wird halt irgendwann mal, genau, zu viel und nicht mehr effektiv auch einfach. Halt, ja. Genau, also ist dann auch kein Herz-Kreislauf-System-Training, ja, und dafür brauche ich halt unheimlich lang und es ist halt sehr ermüdend, wenn ich jetzt 300.000 oder was, ja, ich Wiederholungen, ja, mache. Ja. Also, aber ich kann stattdessen Radfahren, mhm, ja, genau, hast, ja, du gesagt. Und man kann ja da viel leichter auch einfach eine Kraft halten die ganze, ja, Zeit, weil du hast einfach einen Gang, wo du halten kannst, schalten kannst. Genau, Swift, ja, ERG-Mode rein, mhm, ja, und dann bei wie viel. Bei wie viel Umdrehungen ungefähr? Ich, ja, meine, das also kann bei, mal gucken. Ja, ja, bei eben genau bei der Umdrehung, was ihr auch laufen würdet. Also wenn, okay, ihr dann 80,
genau. Kadenz irgendwie sowas haltet. Würde ich auch sagen. Also eher ein bisschen weniger vielleicht noch, um die Kraftkomponente hochzuhalten, aber zwischen 70 und 80, was halt schon echt bei einem Kraftausdauertraining, also wenn wir jetzt sagen mal unterhalb der FDP, also Sweet-Spot-Bereich, so, ne? Also klassisch, was man ja auch trainiert, für die, um die Laktatbildungsrate zu verbessern. Das wäre jetzt so ein klassisches Training in dem Bereich ja auch. 70 bis 80 Umdrehungen, eine Stunde, super, ja, für Laktat, bei 70, 80 Umdrehungen, also da brennt der Oberschenkel und das ist halt super viel Laktatbildungsrate und ich habe gleichzeitig noch ein super Krafttraining. Ja. Ich kann das Gleiche, kann ich natürlich auch machen bei, auf dem Stepper zum Beispiel oder auf dem Laufband, ja, Laufband seht ihr im Hintergrund vielleicht gerade, 10%, 15% auf dem Laufband. Aber ihr habt vorhin gesehen, Laufband sollte 10% haben, weil sonst trainiere ich nicht die richtige Muskulatur. Ja. Also kommt nicht auf die Idee, Laufband dann nur auf 5% einzustellen, wenn euer Wettkampf 15% ist, weil ihr andere Muskeln beansprucht. Ja. Also stellt es auf mindestens 10% und dann auch eine Stunde durchlaufen. Ja. Und viele von den Trail-Wettkämpfen hast du halt einfach mehr als 10% Steigung also oder so. Oder 8+ oder sowas hast du ja eigentlich meistens auf jeden Fall. Also von dem her nicht anfangen und mit, auch wenn es einfacher ist, mit 5% anfangen, dann lieber langsamer und wirklich spezifisch. Mhm. Und dann halt hatten wir ja letztes Mal schon irgendwann mal Gehen und Laufen Unterschied, da gehen wir jetzt heute nicht drauf ein, aber da spezifisch bleiben, anstatt jetzt bei der Steigung zu variieren, weil ihr habt vorhin gesehen, Steigung ändert die Muskelansprache. Ja. Und eben, wenn ihr auch wirklich die Chance habt, das irgendwo zu machen über eine längere Strecke am Berg, auch das wirklich, auch wirklich diese Langsamkeit mit Hochtrippeln, kann man da auch einfach die Dauer dann einfach auch trainieren. Genau. Tanja fragt halt, wenn sie 3x10 Minuten Zone 4, also Zone 4 ist quasi ein Schwellentraining, Laktatschwelle, oder 40 Minuten Uphill, also Tempodauerlauf am Berg, macht er das Gefühl, sie übersäuert schnell im Unterschenkel. Ne? Ist das eher eine Frage muskuläres Problem, Sauerstoff her, Atmung geht dabei gefühlt noch viel schneller, aber die Beine scheinen zu limitieren. Ja? Also erstmal grundsätzlich ist es ja nie eine Sache. Also man muss das immer sagen, wenn die, also angenommen, die Muskeln sind platt, sind müde, dann werden Muskeln benutzt oder Muskelstränge, Motorunits benutzt, die eigentlich nicht benutzt werden sollten, also Fast-Twitch-Fibers zum Beispiel, die haben deutlich weniger Mitochondrien, ja, und dementsprechend, also die, also glykolytischer, sagt man, also die produzieren mehr anaerobe Kraft, wenn man so möchte, ja, also ganz einfach ist es nicht, aber prinzipiell ist das so, ja. Das heißt also, dann übersäuern auch wieder die Muskeln mehr, wenn die Muskeln müde sind. Aber das Gleiche passiert auch, wenn zu wenig Sauerstoff da ist, dann passiert das nämlich aber in der anderen Muskulatur. Also man müsste tatsächlich eine Muskelbiopsie dann so machen und gucken, welche Muskeln waren denn jetzt angestrengt und wie hoch ist der Laktatwert. Also deswegen so, also die Symptome sind da gleich. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du sagst, eigentlich, es würde jetzt noch ein bisschen was gehen, wenn ich zum Beispiel gleichzeitig noch eine andere Bewegung machen würde. Also wenn die Arme sind noch, den Armen geht es noch gut, ich könnte jetzt noch gleichzeitig was mit den Armen machen, ist kein Problem, meine Atmung ist noch nicht komplett am Rand, dann ist es tatsächlich eher die Kraftgeschichte. Ja. Aber wie gesagt, hat der Lars ja gerade auch schon gesagt, ob deswegen dann Krafttraining das Richtige ist. Da ist natürlich auch schon Bergauflaufen, 3x10 Minuten und 40 Minuten Tempo-Dauerlauf eigentlich schon das Beste, was du für genau diese Kraft auch machen kannst. Also, ist ja genau das Training, was man dann nachher auch hat. Ja, also da macht es jetzt keinen Sinn, deswegen in die Muckibude unbedingt zu gehen. Also könnte man zusätzlich noch machen, auch ausprobieren, warum nicht? Mhm. Schaden tut sicherlich nicht, kommen wir gleich noch zu der Periodisierung dazu. Aber es ist schwierig, 40 Minuten Bergtempolauf mit, ich sag mal, mit Cuff Races, also mit Wadenheben zu simulieren. Ja. Ja. Also wie gesagt, du kannst es versuchen, aber ich würde sagen, gerade dieses funktionelle Training, wirklich auf dem Laufband dann auch so zu laufen, ist eigentlich fast das Beste, auch was du für die Kraftausdauer da machen kannst. Ja. Genau, also umso spezifischer, umso besser man dann natürlich in die Richtung trainieren kann. Genau. Ja. Okay, also fassen wir zusammen, diejenigen, die im Flachland leben und für bergauf trainieren wollen, sollten eigentlich, können Krafttraining zusätzlich machen, gerade wenn sie wenig Zeit haben und zusätzlich noch viel, also spezifisch da trainieren wollen. Dann aber möglichst viele Wiederholungen, kann man sagen. Ja. Hintern nicht vergessen, nicht nur Oberschenkel und Wade. Und dann, was wichtig ist, eher Radfahren, Stepper, Laufband. Irgendwie eine lange Treppe, wo man vielleicht irgendwie hat oder sowas, wo man Wiederholungen laufen kann. Genau, weil ich dann viel mehr Wiederholungen hinkriege, eine viel spezifischere Kraft hinkriege und das kriege ich halt im Kraftraum nicht so gut hin. Ja. Ja. Kann man das so sagen? Ja, könnte man so sagen. Es gibt ja eben, wie gesagt, Stepper oder auch diesen, so ein Stairmaster oder sonst irgendwas im Fitnessstudio teilweise, wo man einfach dieses lange, wobei das eher wieder gehen ist, also wie jetzt laufen ist. Ja. Genau, aber ist ja egal, ist ja trotzdem, sag ich mal, sehr gutes Muskeltraining dann, ne? Stairmaster. Genau.
Ansonsten Krafttraining, wenn ich das so mache, ermüdet es natürlich auch sehr hart, aber da kommen wir dann nachher noch drauf zu, was die Periodisierung angeht. Da war ja auch eine Frage dazu. Sollen wir weitergehen? Sonst können wir lieber ein bisschen mehr Fragen nachher beantworten. Gehen wir kurz das Webcam. Genau, wir kommen zum Thema Bergablaufen. Ja, Bergablaufen ist super interessant, weil es total vernachlässigt wird. Also habe ich immer das Gefühl, ja. Ich arbeite ja hart dafür, dass es eben nicht der Fall ist, dass die Leute viel bergab trainieren. Aber ich weiß, dass das nicht unbedingt immer der Fall ist. Und die Leute denken halt, ja, ich mache halt nur Bergauftraining, weil das ist das, was ich dann auch spüre bei der Ermüdung. Ja? Aber nicht das Bergablaufen. So, ich komme rüber. Ich habe zwei Studien jetzt hier mitgenommen, weil es um Krafttraining geht. Ich könnte da unendlich viele andere machen. Die möchte ich euch mal kurz zeigen. Jetzt haben wir aber wirklich voll hier die Sonne wieder im Gesicht, wa? Aber ja, egal, jetzt müssen wir erstmal leben, sonst wir müssen ja nicht schön ausschauen. Ja, die Studie, die ich jetzt hier habe, ich mache sie auch wieder ein bisschen größer. Das ist eine super interessante Geschichte, aber vielleicht mal vorneweg, was ist denn das Problem beim Downhill-Training? Dann beim Downhill-Training ist genau das Problem diese exzentrische Kraft. Ja? Also das heißt, also der Muskel spannt sich an und wird in die Länge gezogen. Und das ist er eigentlich nicht gewohnt, weil alles, was ich im Alltag mache, wenn ich nicht gerade mich ganz langsam auf den Stuhl setze, ist eigentlich konzentrisch. Ja. Ja. Und exzentrisch ist eigentlich relativ wenig. Und wenn man das zum ersten Mal macht, exzentrische Sachen, dann hat man immer einen epischen Muskelkater. Mhm. Und das kennen ganz viele, die normalerweise nicht in den Bergen laufen und dann vom Downhill übelsten Muskelkater haben. Beim Transalpine Run, was sind die häufigsten Ausstiegsgründe? Das ist Probleme im Knie, das ist Probleme im Schienbein. Ja, so, ne? Das sind die Klassiker. Woher kommt es? Klar, wegen eben Muskelschäden, die man im Oberschenkel und in der Wade auch hat und deswegen die Spannung auch erhöht wird und dann habe ich Sehnenanreizverletzungen. Ja. Kann ich vorbeugen, wenn ich ein gutes Krafttraining vorher mache? Ich zeige euch eine, oder ich habe hier eine Studie, die also da könnt ihr vielleicht jetzt noch gar nichts mit anfangen, ihr habt es vielleicht durchgelesen und sagt, ich brauche Hilfe. Verstehe ich auch, weil das muss man auch wissen, was die Abkürzungen heißen und was es bedeutet. Wir haben hier mal zwei Gruppen, einmal die Kontrollgruppe und einmal die Versuchsgruppe. Die EIMD, ja, das ist quasi immer die Versuchsgruppe, ja, Exercise Induced Muscle Damage, ja, also das sind die vorher die Übungen gemacht haben. Was haben die gemacht? Die haben 1000 Sprünge gemacht von der Kiste runter. 100 Sprünge von der Kiste runter. Also Kiste hoch, runtergesprungen, Kiste hoch, runtergesprungen, 100 Mal. Aber nur einmal das Ganze, also 100 Mal am Stück und dann war vorbei. Und dann haben die danach mit einem Abstand, ich glaube von 2 Wochen waren es, haben die einen Lauf gemacht. Und zwar 10% Downhill-Training. Ja, also 10% sind sie bergab gelaufen. Und dann hat man einmal vor dem Test, also vor diesem Downhill-Test, die Werte genommen. Das ist immer hier Pre-Test. Und wir haben Post-Test, also quasi nach dem Lauf. Ja. Und was hat man genommen? Man hat einmal DOMS getestet. DOMS hört sich irgendwie ganz lustig an, ist nichts anderes als Muskelkater. Ja. Von 0 bis 6, 6 ist epischer Muskelkater, 0 ist gar nichts. Ja. Genau. CK ist Kreatinkinase. Kreatinkinase ist deswegen interessant. Das ist ein Enzym, das kommt nur in der Muskelzelle vor. Ja, also zum Beispiel aber auch also in allen Muskelzellen. Ja, und wenn das im Blut ist, dann heißt das, irgendwo eine Muskelzelle ist kaputt gegangen. Weil sonst wäre Kreatinkinase nicht im Blut oder nicht in der Menge im Blut, sage ich jetzt mal. Es ist immer ein bisschen was im Blut drin, weil immer auch immer Zellen kaputt gehen, erneuert werden. Aber ein erhöhter Kreatinkinasewert ist zum Beispiel auch ein Anzeichen für einen Herzschaden. Ja, also wenn er irgendwo einen Herzinfarkt hat. Aber eben auch, dass Muskelzellen geplatzt sind, also Muskeln kaputt gegangen sind. Und dann haben wir eben Kraft, und zwar Knee Extensors und den Umfang vom Oberschenkel, ja, Mid-Size Circumference. Genau, interessant für uns ist im Prinzip nicht, ob die Muskel dicker geworden sind, sind sie nämlich nicht. Ja. Und auch die Kraft, die hat nachgelassen, ist uns jetzt aber auch gar nicht so, ist auch nicht wirklich interessant. Aber was interessant sind die beiden Werte hier, ob es die beiden, DOMS und CK. Und zwar haben wir bei denjenigen, die Sprünge gemacht haben, wir haben einmal welche, also das war jetzt nicht das mit dem Laufen, das waren nur diese Sprünge, genau, das waren nur die Sprünge. Also die haben nur die Sprünge gemacht, die einen haben nichts gemacht, die anderen haben die Sprünge gemacht. Ich komme gleich auf die andere Geschichte. Ja, ich habe gerade bei zwei Studien durcheinander geworfen. Wir sehen beim DOMS, die Sprünge gemacht haben, haben nach den Sprüngen einen Anstieg von 0,4 auf 4,5
schon ein Muskelkaterwert, mhm. ja, wogegen die, die eben keine exzentrische Kraft gemacht haben, die haben stattdessen, glaube ich, ein konzentrisches Training gemacht, müsste ich nochmal reingucken, ja. Die haben fast gar keinen Doms gehabt und das gleiche, also gar keinen Muskelkater. Und vor allen Dingen interessant, und darauf habe ich mich eigentlich konzentriert, war eigentlich die Kreatinkinase-Wert, also wie viele Muskeln sind kaputt gegangen. Es war konzentrisches Training, das war auf jeden Fall eben nicht dieses klassische exzentrische Training. Die haben fast gar keinen Anstieg von dem Kreatinkinase-Wert, wogegen die anderen einen Anstieg von, sag ich mal, über 100% von dem Kreatinkinase-Wert haben. Also quasi eine deutlich viele Muskeln geplatzt sind. Und das ist eigentlich eine Sache, die sieht man eigentlich in jeder Studie, dass diese Kreatinkinase-Werte, dass die extrem hoch sind bei allen exzentrischen Kräften. Mhm. Und da gibt es auch verschiedene Studien, da habe ich jetzt allerdings nicht so schöne Bilder gefunden, wo Muskelbiopsien gemacht werden. Also man guckt sich quasi Muskelzellen dann wirklich an unter dem Mikroskop. Also man entnimmt die und guckt sich die an und da sieht man halt wirklich, dass die sehen aus wie durch einen Fleischwolf gedreht nach der ersten exzentrischen Übung. Also exzentrische Übung, exzentrische Kraft und gerade Downhill-Training ist das, was eigentlich am heftigsten ist für Muskelschäden. Mhm. Und da kommt jetzt die zweite Studie, die ich zeigen wollte, eigentlich zu Tage, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist die, ich habe jetzt nur die eine Seite rauskopiert da. Und zwar, ich zeige euch jetzt mal, was man da sieht. Ja. Das war eben die mit diesem Downhill-Training, was ich gesagt habe. Ja. Und zwar haben die, gab es da eine Versuchsgruppe, die hat im Prinzip nichts gemacht und die andere hat, was hatten die gemacht? Hatten die Sprünge gemacht oder sind die auch runtergelaufen? Ich bringe die ganze Zeit durcheinander. Ich glaube, die haben Sprünge gemacht. Lass mich mal kurz mal durchgucken. Das weiß ich nicht. Ich habe so viele Studien gelesen jetzt in der Vorbereitung. Concentration reduced Doms, okay, bla bla bla. Die sind runtergelaufen, hier ist Downhill Running reduced up to 6 weeks following. Ah ja, okay. Ja, genau, okay, genau, das war's. Genau. Sie sind einmal bergab gelaufen und sind dann 6 Wochen später nochmal bergab gelaufen. Ja, so war's, genau. Und die anderen haben nichts gemacht und sind nur bergab gelaufen, also quasi. Nur dann nachher einmal, für die Studie quasi. Einmal für die Studie. Und die anderen haben es vorher einmal gemacht, ja. Und einmal war, wenn ich mich richtig erinnere, war das ungefähr. 40 Minuten, also 5 Wiederholungen, 8 Minuten bei -10%. Also -10%, insgesamt 40 Minuten in 5 verschiedenen Serien aufgeteilt. Mhm. Und dann wurde auch Kreatinkinase geguckt, also wie viel sind Muskeln kaputt gegangen und wie viel hat die Kraft nachgelassen. Und das ist eigentlich super interessant, weil die Peak Torque, also die Spitzenkraft sozusagen, ja, bei einem isokinetischen Exercise, das ist quasi ein spezielle Übung, wo die Kraft möglichst gleich bleibt, hat nachgelassen, ja, und zwar von 358 zu 323 bei denen, die nichts gemacht haben, im Vergleich zu 345. Aber was viel interessanter ist, ist der Kreatinkinase-Wert, wo haben wir ihn? Hier war er, ne? Ja, genau. Ja. Der Peak-Kreatinkinase-Wert war bei der Train Group, also die es vorher einmal nur gemacht haben, ja, also die haben es vor 6 Wochen war es, einmal gemacht, ja, und hatten dann Kreatinkinase-Wert maximal von 319, ja, wogegen die Untrained Group, ja, am Tag 2 schon einen Kreatinkinase-Wert von 578 hatte, also fast doppelt so hoher Kreatinkinase-Wert, das nach nur einmal das Ganze vorher gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Es gibt da noch eine andere Studie zu, die habe ich jetzt so auf der Stelle heute nicht gefunden, weil ich nicht so viel Zeit hatte für die Vorbereitung. Die zeigt, wie quasi einmal ein Maximalkrafttraining auch exzentrisch beim Downhill geholfen hat, auch diesen Kreatinkinase-Wert deutlich zu senken. Unterm Strich können wir auf jeden Fall sagen, erstens, Krafttraining kann sehr gut zum Downhill helfen. Mhm. Das ist auf jeden Fall das, was man festhalten kann. Also es reicht wenig Vorbereitung schon. Mhm. Ich sage jetzt mal vier, fünfmal Krafttraining, um fast dieses Exzentrische nicht mehr besonders stärker zu spüren als das Konzentrische. Mhm. Und schon ein spezifisches Bergabtraining, also das heißt mal 40 Minuten oder selbst nur 20 Minuten bergabballern, wie man jetzt hier in der Studie sieht, hat schon fürs zweite Mal deutliche Auswirkungen und ich habe deutlich weniger Muskelkater und auch Kreatinkinase-Werte deutlich erniedrigt und ich halte auch besser meine Kraft hoch, was halt super wichtig ist, weil ich mache mal hier kurz das Fenster auf. Mal kurz hier. Ja. Was halt super wichtig ist, weil
das natürlich für den zweiten Anstieg ganz entscheidend ist, ne? Weil wenn ich nach dem ersten Anstieg quasi keine Kraft mehr habe, dann bin ich natürlich platt und es funktioniert nicht mehr, jetzt geht der zweite Anstieg nicht mehr, weil ich den ersten Downhill zu schnell gelaufen bin. Heißt also für euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, vom Flachland mal in den Harz zu fahren oder in den Schwarzwald oder mal in den Alpen, ja, dann nutzt den letzten Tag zumindest, wo ihr dann auch mal euch platt machen könnt und ballert mal ordentlich die Vorstraße weg ab. Wirklich einfach irgendwie hochlaufen und dann so, aber nicht technisch, also so schnell Forststraße bergab. Mhm. Ja. Genau. Einmal quasi reicht dann schon, 20 Minuten Vollgas oder halt im Kraftraum das Ganze schon vorbereiten. Mhm. Da exzentrische Übungen. Was sind exzentrische Übungen? Was kann ich da machen? Exzentrische Übungen ist im Prinzip zum Beispiel, kurz einmal auf. Ah, ich habe keine Stellen. Also wenn er mich jetzt sieht, quasi, das wäre jetzt die Knee Extensions, ja, quasi. Und da packe ich mir Gewicht drauf und lasse langsam nach. Ja, das wäre zum Beispiel für den vorderen Oberschenkel eine exzentrische Übung. Oder ich gehe an eine Stufe, an eine Treppenstufe, packe mir Gewicht auf die Schulter oder in die Hände und gehe ganz langsam mit der Ferse runter an der Stufe. Das wäre eine exzentrische Übung. Oder ich mache eine Kniebeuge möglichst langsam. Mhm. Oder ich mache eine Wall-Sit. Mit zum Beispiel viel Gewicht zum, also mit Gewicht zum Beispiel. Ja. Oder ich mache einen Wall-Sit, also ich gehe an die Wand. Hock mich an die Wand dran und rutsch ganz langsam mit dem Arsch runter. Mhm. Das wäre jetzt eine exzentrische Übung. Und das kann ich eigentlich ganz gut vorbereiten. Wenn ihr wisst, ich gehe irgendwo in die Alpen zum Training, Urlaub. Ja. Oder ich bin auch schon in den Alpen und es ist quasi ein harter Winter gewesen, dass ich das fast nicht trainieren konnte. Dann kann ich das eigentlich mit relativ wenig Aufwand vorbereiten. Ja. Und gerade auch irgendwo zum Beispiel von der Kiste runterspringen, wie es jetzt da war. Bin dann eigentlich schon mal vorgehärtet, sage ich jetzt mal. Und wenn ich dann irgendwo ins Mittelgebirge ins Hochgebirge komme, kann ich dann mit gezielten, wirklich schnellen Downhill nach hinten. Mhm. Und da sieht man bei 10%, da habe ich eigentlich eine ziemlich maximale Belastung auf die Oberschenkel drauf, wo ich mal bergab ballern. Mhm. Aber das Ganze maximal einmal in der Woche, weil das sind schon Muskelschäden. Also hier steht ja auch, die Kreatinkinase, dieser Maximalwert, der wird erst nach 2 bis 4 Tagen erreicht. Also das ist nichts, was jetzt mal schnell weg ist. Zur Frage, bringt das was, wenn ich dann Kreatin supplementiere? Nee, das ist völlig irrelevant. Also das Kreatin brauche ich, also das ist jetzt nicht so, das ist zwar verloren jetzt in dem Moment, aber ich brauche da jetzt nicht so unfassbar viel für. Und es geht ja alles andere auch kaputt. Das Kreatin ist quasi nur, also das Kreatin ist ja im Prinzip dafür da, um quasi als Fetttransporter von dem Zytoplasma in den zum Mitochondrien sozusagen. Da brauche ich aber gar nicht so viel. Es ist nur ein Indikator dafür, dass ich einen erhöhten, dass die Muskeln kaputt gegangen sind. Und dann nehme ich Kreatinkinase, weil ich es gut nachweisen kann, weil es auch sonst im Blut nicht so viel drin ist. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt genau Kreatinkinase brauche, sondern ich brauche alles, was die Muskelzelle ausmacht in dem Moment. Also quasi, ja, Eiweiß grundsätzlich hilft dann schon. Wie gesagt, Kreatinkinase, ja, oder Kreatin jetzt im Sinne von Kreatin supplementieren, braucht eigentlich ein Läufer nicht. Also gerade vielleicht maximal mal ein Veganer, der das vielleicht machen könnte, müsste man da gucken, wie die Kreatinwerte sind, aber normalerweise ist das kein Problem. Ja, genau. Das Downhill-Training ist die einzige Ausrede, doch mal die Bahn bergauf zu nehmen. Die Bergbahn zu nehmen. Aber man kann auch da kann man ja hochlaufen und dann runterlaufen. Da gibt ja keinen Sinn, dann bergab zu laufen. Nee, aber wie gesagt, keine Angst, eure Knie kaputt zu machen. Viel schlimmer ist, wenn ihr es nie macht, dann habt ihr eben das Problem, dass es zu so harten Muskelschädigungen führt, dass ihr eher dann auch gerade in Etappenläufen oder bei Ultras dann auch eher verletzt seid. Ja. Also deswegen nicht vergessen, dieses exzentrische Training, wir kommen da gleich noch zu, wir haben da auch ein extra Programm noch für, das zeigen wir euch auch, das mit einbauen. Also exzentrisches Krafttraining für Downhill, super wichtig, und was man mitnehmen kann, sowohl Krafttraining als auch Bergablaufen, bringt schon bei wenigen Trainingseinheiten super, super Vorteile. Genau, Krafttraining muss damit möglichst Gewicht halt, also wenig Wiederholungen und dafür eher hohes Gewicht quasi sein. Stimmt, ja, habe ich jetzt vergessen zu sagen, ja, oder halt auch dort Sprungübungen. Mhm. Ich würde jetzt nicht zwangsweise diese 100 machen, das ist natürlich sehr extrem, da reichen am Anfang auch schon 20 Mal von der Parkbank runterspringen, reicht auf jeden Fall aus, und dann auch langsam steigern. Der Reiz ist auf jeden Fall gesetzt, ja, und wie gesagt, da zeigen wir euch gleich noch ein paar Übungen für, auf was man machen kann. Und ich gehe gleich auch nochmal auf diese ganzen Sprungübungen sowieso nochmal beim Effizienztraining ein. Ich glaube, ihr habt das Wesentliche mitgenommen. Ja, vergesst das Downhill nicht. Ich persönlich finde das Downhill-Krafttraining viel, viel wichtiger als das Uphill-Krafttraining zumindest. Ja, die im Rennen ist ja auch Downhill
kann man ja auch viel mehr Zeit, auch viel Zeit kaputt machen einfach. Absolut. Wird mehr, es wird verhältnismäßig mehr Zeit im Downhill verloren. Mhm. Also nicht absolut, weil ich ja generell länger im Uphill bin, aber im Verhältnis zur Zeit wird mehr Zeit im Downhill verloren, was aber natürlich auch eine Technikfrage ist. Klar, also wenn es natürlich nicht wird, ist natürlich das auch noch eine Komponente. Einfach. Ja, genau. Aber es wird auch viel vor allen Dingen Kraft kaputt gemacht, weil ich meine Muskeln platt mache einfach, weil ich es nicht gewohnt bin. Ja. Und viele kennen ja diesen Moment, wenn man eine Weile nach bergab gelaufen ist und dann wird es wieder flach und man hat sich im Downhill komplett abgeschossen, dann geht da auch im Flachen auch gar nichts mehr. Also absolut, dann verliert man da noch mehr Zeit. Genau, und das ist halt die Sache. Ne? Downhill, ihr verliert die Kraft im Downhill, wenn ihr das macht, die verliert ihr nicht in dem Downhill, wenn ihr Gas gibt. Ja. Wenn ihr es nicht trainiert habt, verliert ihr den nächsten Uphill, weil die Muskeln komplett platt sind. Und Muskeln, die platt sind, wo Kreatinkinase ausgetreten sind, die machen auch keine Arbeit mehr. Die sind durch. Die stehen euch für den Rest des Laufes nicht mehr zur Verfügung. Ja? Und für den Rest des nächsten Tages auch nicht. Da kannst du ein Lied von singen bei Tuturu. Da war nichts mehr da sozusagen. Ja. Genau, da waren keine Muskeln mehr da, die gearbeitet haben. Daniel fragt, ist bergabwärts nicht sehr gelenkbelastend? Ist gelenkbelastender als bergauf, ja, ohne Frage, brauchen wir nicht drüber reden. Die Frage ist halt nur, gehe ich das Risiko oder trainiere ich das im Training gezielt und sag ich mal aufbauend, dass ich sage, ich mache erstmal Krafttraining, wenn ich merke, das reicht nicht mehr, ich erhöhe die Wiederholung, dann mache ich Sprungkrafttraining, also bergab von der Box oder von der Parkbank und dann fange ich an, sag ich mal, im mäßigen Tempo bergab zu laufen und irgendwann steigere ich das Tempo, dann habe ich einen vernünftigen Aufbau, der mich definitiv weniger zur Verletzung bringt, als wenn ich sage, oh, ich vermeide das im Training, weil das ist gelenkbelastend und dann bin ich im Wettkampf und baller halt Vollgas bergab. Die Wahrscheinlichkeit dann gerade, also Gelenk ist meistens nicht mal das Problem sind die Sehnenansätze dann, die Wahrscheinlichkeit da sich zu verletzen ist viel höher. Also ein gezielter Aufbau und eine Abhärtung ist definitiv der sinnvollere Weg. Und belastend ist halt immer so eine Sache, Training soll ja immer belasten, Training soll immer was kaputt machen, weil nur wenn was kaputt geht, wird auch was besser wieder aufgebaut. Das ist aber das grundsätzlich, was immer Training erzeugt. Wichtig ist halt, dass man es nicht überlastet, nicht zu viel macht. Und dazu ist ein gesteigertes Krafttraining und dann nachher das Überführen in Downhill-Training auf jeden Fall sinnvoll, weil dann kann ich auch eine lange Trail-Saison definitiv ohne Verletzung auch überstehen. Ja? Also, und dann habe ich auch vor allem beim Transalpine Run weniger Verletzungen. Beim Transalpine Run haben wir in den letzten Jahren zwischen 85 und 100% an Teams durchgebracht. Und wir reden jetzt hier von 10 Teams teilweise, die wir drin hatten. Ja? Und das hauptsächlich genau eben mit diesem Aufbau. Und wenn man guckt, wie viele da genau eben mit diesen Verletzungen, die ich beschrieben habe, rausfallen, dann würde ich behaupten, ist das durchaus ein Erfolg von diesem aufbauenden Training, was das Downhill angeht. Da sind ja auch meistens die Strecken so, dass am Ende der Strecke 1500 Höhenmeter Downhill halt ansteht, bis wieder ins Dorf runter, wo halt das Ziel steht. Und dann halt einfacher Downhill, weil man möchte ja, dass die Leute halt auch irgendwie noch zu gegebener Zeit irgendwie ins Ziel kommen. Genau. Das sind meist einfache Downhills, teilweise sogar Asphalt, und dann wird da runtergewollert, die Leute haben keine Kraft für eine saubere Technik mehr und genau dann passiert es. Also deswegen Transalpine Run ist der klassische Beispiel für Krafttraining, wo es richtig was bringt, Krafttraining für Downhill. Wir kommen zum nächsten Thema, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, raus damit. Genau, das dritte Thema ist jetzt eher quasi Core generell, also Stabilität, Krafttraining generell. Und also wir zum Beispiel durch Planks, Liegestützen, ganz normales Oberkörpertraining, also alles in die Richtung Rücken und so weiter. Und hier ist jetzt, das haben wir hier den Teil dazu auch. Und ich mach's gleich auf. Mach die Studie auch dazu. Das ist... Genau, also erstmal gibt es mehrere Studien, wo einfach belegen, dass es keinen genauen Nutzen gibt aus der Sache Krafttraining. Also ihr könnt jetzt nicht durch mehr Krafttraining für die Arme jetzt gerade auf längeren Distanzen noch mehr rausholen. Da ist einfach keine signifikante Verbesserung zu spüren. Natürlich kann das ganz, ganz wenig noch ausmachen, aber da ist der Aufwand einfach auch zu hoch in dem Fall. Also die Zeit, wo ihr da in Krafttraining investieren müsst, ist einfach viel zu hoch im Gegensatz zu dem, was nachher hinten rauskommt. Ja, also gerade was Leistungssteigerung angeht, da gibt es so viele Studien, die sich total dumm gearbeitet haben und versucht haben zu zeigen, wie kann ich eine bessere Zeit irgendwie vollbringen, nur mit Krafttraining. Ja.
Und da kam ein, und kommt einfach nichts raus. Es hat noch keine geschafft, dass Krafttraining gezeigt haben, dass Core-Krafttraining eine höhere, bessere Zeit irgendwo. Genau, ihr kennt das vielleicht, wenn von, auch wenn man sich die verschiedenen Läufertypen ja anschaut. Ihr habt einen Sprinter, der hat natürlich auch relativ viel Muskeln im, im Oberkörperbereich, wo er natürlich, wo er das natürlich auch mitnimmt in der Bewegung, einfach auf diese kurze Strecke, wo er dann antritt, nimmt er natürlich den Schwung aus dem Oberkörper auch mit. Das spielt jetzt aber auf den längeren Distanzen überhaupt keine Rolle, was, was der Schwung vom Oberkörper her in dem Fall mitnimmt. Und ja, ist hier einfach nicht entscheidend für euch in dem Moment. Genau. Also, das, ja. Ja, ich mache es mal mit Dings mit Chrome auf, weil Dings hat gerade. Genau, also die, diese ja, ist dann eher eine ästhetische Geschichte oder halt vor allem auch eine Alltagsgeschichte, einfach Krafttraining, Core-Training und so, also Oberkörpertraining zum Beispiel oder. Genau. Ja. Die Sache ist halt auch die, was Lars vorhin zum Thema Bergauf gesagt hat, ist beim Core halt nochmal eine größere Geschichte. Mhm. Viele sagen halt, ja, wenn ich hinten raus müde bin, dann habe ich eine unsaubere Technik. Aber jetzt reden wir von 6 Stunden, von 5 Stunden Training. Wie lange will man Core-Wiederholungen machen, dass man so eine Ermüdung trainiert? Mhm. Ja? Ich meine, da kann ich noch so viel planken, ich werde nicht auf diese Zeit kommen. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich so ineffizient die meine also so viel Zeit zum Training, sollte ich besser zum Laufen. Dann habe ich so viel geplankt, dann. Ja. Heißt nicht, dass man es nicht mehr machen soll. Aber wir empfehlen das eher gezielt zu machen, wenn jemand Erfahrungen hat, wo er verletzt ist. Mhm. Also genau, wir haben jetzt hier ein Beispiel, zum, was, wo es tatsächlich gezeigt wurde, dass es bei einer sehr schmalen Gruppe, aber also gezeigt wurde, dass auch prophylaktisch Training was bringt. Vielleicht sagst du da mal kurz was zu, dann zeige ich das. Genau, wir haben die, wenn wir die Facebook wieder dazu haben, vielleicht haben wir da noch irgendwas danach als Frage dazu. Ja, habe ich das zugemacht, hast du gesehen? Habe ich das geschlossen? Ne, da ist es. Das ich da. Okay, ich habe es nur jetzt Genau, also die, es gab dann Studien, die haben eben herausgearbeitet, dass genau aber doch Einsatzfelder gibt, wo es Sinn macht. Und zwar ist das vor allem bei Frauen gibt es Einsatzfelder in die Richtung. Total, ja. Und zwar hat das auch einen anatomischen Hintergrund, weil ja bei Frauen meistens die, die Hüften sind einfach breiter. Und also ist ja von der Natur aus, so. Und dadurch neigt man ja eher mehr zum Überkreuzen beim Laufen. Ja. Und das ist die, das ist eben das, was man ein bisschen dagegen arbeiten kann, weil oftmals hat man dann Probleme mit dem Knie oder beziehungsweise hinter dem Knie in dem Bereich oder auch mit dem äußeren Oberschenkel, weil man ja quasi durch das Überkreuzen hier einfach eine Überbelastung einfach hat. Genau, eine höhere Spannung, weil man einfach einen längeren Weg sozusagen zurücklegt. Jetzt muss man vielleicht noch was dazu sagen zu der Studienlage. Das Problem ist ja folgendes, keiner hat so viel Zeit zu sagen, macht mal alle 3 Jahre lang Core-Übungen und dann gucken wir mal von 100 Leuten, wie viele haben sich denn verletzt und wie viele haben sich nicht verletzt. So viel Zeit hat keine Studie. Stattdessen wird anders vorgegangen. Es wird meistens geguckt, die, die verletzt sind, wo haben die ihre Schwächen. Ja, das muss man dazu wissen. Weil im Nachhinein wird das dann... Genau. Also das, genau. Ne, und das ist halt, also diese rückblickende Studien, die werden natürlich viel häufiger gemacht, weil sie viel einfacher sind. Mhm. Aber die sind natürlich immer nur begrenzt dazu da, um auch nach vorne zu schauen. Ja. Aber das ist jetzt eine Studie, die ich jetzt aufgemacht habe, ja, die rückblickend Patellofemoral Pain, also quasi sozusagen Schmerzen an der Kniescheibe, sich anschaut. Und da gibt's, also da wird zusammengefasst auch in der Studie jetzt, also was du gesagt hast, Außenseite, also Iliotibialband geschaut. Und das ist ja auch quasi das, der Klassiker, was du sagtest. Breite Hüfte, aber schwache Abduktoren. Genau, und ist ja dann entsprechend quasi eine schmale Laufspur sozusagen. Wenn man jetzt die Abdrücke im Sand irgendwie sehen würde oder im Schnee oder sowas sehen würde, sieht man, dass im Gegensatz zur Breite von der Hüfte quasi die Spur relativ eng ist, wo man läuft. Und dementsprechend, wenn das jetzt hier die Beine sind, ja, ich hoffe, man sieht das, wenn die Hüfte halt breiter wird, ja, dann habt ihr halt sozusagen eine V-Stellung. Das sieht dann bei Frauen auch häufig dann eben eher X-beinstellig aus. Ja. Und ihr habt hier einen deutlich höheren oder größeren Weg, den das Iliotibialband machen muss, wenn es so geht, als wenn es einfach gerade wäre. Das wäre natürlich der kürzeste Weg. Und dadurch hat man halt eine erhöhte Spannung und die führt halt häufig am Knie zu, zu so einer Scheuerbewegung. Mhm. Und um das eben nicht zu haben, sondern eher dann trotz breiter Hüfte eben auch einen breiteren Fußaufsatz, dazu muss ein ausgewogenes Verhältnis. Genau, man hat ja, wie wir gerade meinten, die Adduktoren sind meistens die starken Part. Genau, also die Beine so anziehen. Nach innen ziehen sozusagen. Ja. Und die Abduktoren, also die Außen sind eher die schwächeren in dem Fall. Eigentlich immer, Oder immer eigentlich. Ja. Und da kann man auch genau das quasi als Training machen. Also im Fitnessstudio kennt man das,
die Maschine sozusagen, wo man mit gegen das Gewicht nach außen genau, die Beine so, auseinanderdrückt. So wie beim Gynäkologenstuhl sieht das genau, die aus, Knie ja. nach außen drückt. Genau. Oder das Gleiche kann man auch, wenn man nicht im Studio ist, quasi mit einem mit so einem Theraband oder sowas machen, indem ihr das quasi um die Knie rum oder um die Oberschenkel rumnehmt und da quasi nach außen drückt. Das ist quasi die gleiche Bewegung, wo man da machen kann. Genau. Also im Prinzip für alle diejenigen, die Probleme haben im Iliotibialband, ja, also ITBS heißt also das meist außenseitig Knie oder die Knieprobleme haben. Ja. Gerade bei Frauen mit breiter Hüfte, die vielleicht auch, wenn ihr mal euch selber aufnimmt oder mal irgendwie einen Freund, Freundin mal drüber schauen lasst und der sagt, ja, du hast ein bisschen X-Beinstellung, dann schadet das auf keinen Fall, Abduktorentraining zu machen, für Männer und für Frauen. Für Frauen schadet das eigentlich nie, das zu machen. Da gibt es auch noch verschiedene andere Studien, die zeigen, also dass Frauen echt auch eine größere Disbalance häufig haben. Ja. Also Abduktorentraining, auch wenn es nicht so populär ist wie Planken oder sowas, das ist wirklich das Einzige, was nachgewiesen wurde, dass es auch vorbeugend für Verletzungen hilft. Gegen Verletzungen hilft, ja. Genau. Ja. Ansonsten, und da kommt dann halt, das heißt Abduktorentraining und Training des Gluteus Medium, also Medius heißt der. Du wirst nie ein Abduktorentraining haben, was nicht den Gluteus Medius mitbelastet. Ja, klasse, kannst du mir mal kurz das Band geben? Yeah. Genau, ich rutsche mal kurz zurück. Also zum Beispiel ein klassisches Training für die Abduktoren. Machst du mich mal kurz groß auf Webcam. Sieht man das? Ja. Ein klassisches Abduktorentraining wäre zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier die habt und ihr geht dann quasi gegen den Widerstand auseinander und langsam wieder zurück. Das wäre jetzt ein klassisches Abduktorentraining. Oder ihr stellt euch hin und macht quasi so einen Krabbengang. Also ich habe jetzt hier quasi so ein Resistance Band dazwischen. Ich mache es mal höher, dass man es sieht. Also normalerweise macht man es nicht so hoch, aber nur, dass ihr es seht. Und ich mache jetzt hier so Sidesteps. Ja? Das wäre auch ein Abduktorentraining, was ich eigentlich ganz gut machen kann. Ja? Das wäre jetzt so ein klassisches Training, was man machen könnte, um die Abduktoren zu verstärken. Ja. Und gleichzeitig habe ich noch ein Rotatorentraining, Außenrotatorentraining. Und das ist jetzt nicht die Studie, sondern eine andere, die auch zeigt, dass dieses Außenrotatorentraining, also quasi das nicht nur Abspreizen, sondern quasi das Aufdrehen der Hüfte, dass das auch eben helfen kann. Ja. Nicht nur zur Vorbeugung. Ja. Genau, sondern auch, wenn man auch da Probleme hat in der Richtung, ist das auch in der Verletzung quasi auch eine Möglichkeit, da was zu machen. Genau, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Ich hatte das nämlich eine Studie auch, genau, das war die hier. Mal kurz, ich weiß nicht, warum man jetzt hier die ganze Zeit rummeckert, aber da haben wir es. Genau. Das war eben genau dieses Iliotibialbandsyndrom, Hip-Abduktortraining und die haben halt gezeigt, ja, dass die auch Schwäche hatten in den in Abduktorentraining und die haben das Abduktorentraining gemacht und die waren relativ, also die meisten waren deutlich, also die es gemacht haben, waren deutlich schneller. Jetzt muss ich mal kurz genau, nach dran. 6 Wochen ne, genau. später, 22 von 24 waren schmerzfrei. Ja, genau. Ne, also das ist jetzt eine Studie, die ziemlich gut und ziemlich ausführlich gezeigt hat, wie eben dieses Abduktorentraining auch gerade beim Iliotibialband helfen kann. Mhm. Ja. Ja. Und da sind wir eigentlich bei der Sache, was dann die, Tanja war es, glaube ich, ne? Ja, Tanja. Ja, genau. Ja. Hat halt gefragt, sie hat halt Probleme mit Kreuzbein oder Kreuzbereich, sagt sie aber, also Unterrücken, Kreuzbein, ne? Nach 70 Kilometer plus, woran kann das liegen, ne? Bei so welchen Sachen, das ist wieder eine völlig andere Geschichte, was jetzt auch Core-Training angeht. Mhm. Wir sind kein Freund von Core-Training per se, einfach nur, damit man es gemacht hat, weil es ist hochgradig ineffizient, ja, es braucht viel Zeit, es macht einen gut platt und es gibt keine leistungssteigernden Nachweise und so weiter. Also, ja. Genau. Aber wenn jemand weiß, dass er irgendwo verkürzt ist, ja, irgendwo immer Probleme hat oder irgendwo vor allen Dingen Verspannung hat, macht das durchaus Sinn, auch Core-Training zu machen. Ja. Ich bin da ein großer Freund von, was heißt, ich bin ein großer Freund, ich meine, das sagt die Wissenschaft, dass isometrische Bewegung dann eigentlich das Beste ist, um die Grundspannung rauszunehmen. Ja. Also wenn kein Kraftproblem da ist, sondern wenn es hauptsächlich ein Verspannungsproblem ist. Das ist häufig am Rücken so, ist aber auch häufig beim hinteren Oberschenkel so. Viele haben chronisch verspannte, verkürzte hintere Oberschenkel. Das Beste, was man da machen kann, sind isometrische Übungen. Das heißt also Übungen, wo ihr versucht,
den Muskel anzuspannen und in der Länge gleich zu halten. Also klassischerweise für den Hinter- und Oberschenkel. Ja, Wall-Sit zum Beispiel. Genau, ja. Wall-Sit. Ja. Oder man geht auf einen Swiss Ball, also auf so einen großen Gymnastikball, geht da mit den Fersen drauf quasi und hält einfach nur. Ja. Das ist auch eine gute Übung, gerade für den hinteren Rücken, aber auch für den hinteren Oberschenkel. Mhm. Können wir nachher mal da auch durchklicken und mal ja. ein paar zeigen. Aber also wenn ich weiß, ich habe Verspannungsprobleme. Wie gesagt, die meisten haben eher Verspannungsprobleme Rücken und hinterer Oberschenkel, also eher die hintere Seite, ne? Also dorsal, dorsale Kette. Dann lieber isometrische Übungen und nicht zu viel Bewegung, sondern eher Halteübungen reinbringen. Das hilft grundsätzlich, um die Verspannung rauszunehmen. Ja? Und wenn du sagst, du hast da immer Probleme, auch nach 70 Kilometern, dann wird es schwierig, das mit Muskelaufbautraining hinzukriegen. Mhm. Da würde ich eher gucken, wo dran liegt es. Ja? Also quasi ist das... Also kann man dann schon hin, aber würde ich dann über Physio machen und wirklich individuell. Wenn man hier konzentrisch rangeht, dann arbeitet man ja nur wieder mit der Verkürzung quasi. Genau, genau. Aber es ist, also wie gesagt, das ist schwierig von hier aus zu sagen, gerade bei so einer Sache. Ja. Aber das muss man vielleicht auch mal sagen, Core-Training schadet nie. Ja. Ja? Also Schaden tut es nie, es kostet nur Zeit und Kraft. Genau, also es gab jetzt auch keine Studie, wo gesagt hat, hier negativ oder so. Es ist nur schlechter geworden. Ist nur nicht, dass es halt jetzt genau den entscheidenden positiven Einfluss hatte. Genau. Und das muss man ja auch mal sagen, Studien brauchen ja immer eine relativ große Veränderung, damit auch wirklich signifikanter Unterschied ist. Und das reicht einfach für Core-Training nicht. Und das ist das nächste Problem, dass eben dieser signifikante Unterschied, das Core-Training so die Leute so viel besser macht, dass es auch über das Grundrauschen hinausgeht in so einer Studie, fast nicht möglich nachzuweisen. Das heißt nicht, dass es nicht wirkt. Das heißt nur, dass es sehr viel Aufwand ist für einen sehr geringen Vorteil, was jetzt Leistung angeht. Ja. Aber was Verletzungen angeht, da individuell, wenn jemand sagt, er hat spezielle Probleme und wir haben extra deswegen auch Krafttraining für bestimmte Verletzungen rausgebracht, also zum Beispiel extra ein Krafttraining für Iliotibialbandprobleme und die haben wir super günstig gemacht. Also die haben wir extra günstig gemacht, ich glaube, die kriegst du für 4 Euro oder sowas, die Krafttrainings. Also da verdienen wir echt gar nichts dran. Aber für halt, weil wir gesagt haben, wenn jemand verletzt ist, dann wollen wir nicht damit Geld verdienen, sondern dann soll er das umsonst kriegen, mehr oder also umsonst nicht, aber für 4 Euro halt, so eine Aufwandsentschädigung. Aber also da haben wir dann zusammengeführt, wo dann auch die Wissenschaft sagt, ja, dass diese Übungen helfen auch tatsächlich mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und da wäre jetzt bei Iliotibialband zum Beispiel die Studie, die auch sagt, hey, guck mal, nach 6 Wochen sind dann die sind Schmerzen schon weg. Und das viel ist schmerzfrei, ja. Genau. Aber da zeigen wir euch auch gleich noch unser Programm, ein bisschen Werbung müssen wir machen. Sollen wir weitergehen oder hast du noch was? Ja, Michael hat da noch ob die Wiederholungsanzahl jetzt relevant ist beim Adduktorentraining, aber es ist erstmal... Ja, also macht man ja eher, wie gesagt, gegen den Widerstand, also auch nicht mit hohem Gewicht. Genau. Sondern da würde ich jetzt eher sagen, kann man schon eher auf die Wiederholungszahl gehen, als jetzt auf das Gewicht. Genau, 20 bis 30 Wiederholungen, ist so das. Ich glaube, das ist auch das, was in der Studie gemacht wurde. Ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber das ist eigentlich so der Klassiker, so relativ viele Wiederholungen. Da geht man eigentlich nicht in die Maximalgeschichte rein, weil es auch, Hüfte ist halt auch immer so eine Sache mit Maximalkrafttraining, also da kann man sich auch leicht mal eine Verletzung holen. Also da macht man eher mehr Wiederholungen und das tut es auch. Ja. Kommen wir zu der Sache Effizienztraining? Oder haben wir noch was? Kommen wir zur Sache Effizienztraining. Genau, ich zeige euch mal kurz ein Video. Gucken wir mal, was wir drauf kriegen. Das ist jetzt ein bisschen ein Problem mit dem neuen Bildschirm, ne? Und das ist jetzt doch dann drüben. Wenn ich das jetzt hier, dann sieht man es. Oh, ist okay, so kann man es auch zeigen. Dann sieht er das so. Machen wir mal kurz auf. Dann? Genau. Ja. So müsste passen. So müsstet ihr es sehen. Ups, machen wir da. Genau. Ja, ich habe einfach ein Video zusammengeschnitten vom Berlin-Marathon vor, ich glaube, einem Jahr ist das oder vor 2 Jahren schon, wo einfach die guten Läufer, am Anfang waren die Kenianer und dann werden die Läufer immer schlechter, so eine halbe Stunde in meinem Abstand. Das ist so eine Webcam, die lief die ganze Zeit durch. Da habe ich immer so eine halbe Stunde immer so einen Abstand gemacht. Und da seht ihr, wie am Anfang die noch, ich mache nochmal zurück, dann seht ihr das vielleicht nochmal. Genau, das sind jetzt die Kenianer. Da seht ihr quasi, dass die fast ohne... Es sieht so aus, als ob da fast gar keine Gehkräfte wirken, ne? Dass das relativ einfach ist, fast gar keine... Die Stauchung ist quasi... Ja, die fliegen fast. Mhm. Ne? Selbst hier die guten Freizeitläufer,
da wirkt eigentlich jetzt, da haben wir nicht das Gefühl, dass da irgendwie so eine besonders harte Kraft ist. Und umso weiter man hinten geht, umso mehr hat man das Gefühl, Leute haben Rucksack drauf. Ne? Also als ob die wiegen natürlich auch mehr, aber als ob dann die Erdanziehungskraft auch einfach total krass wird. Dann sieht man schon, das halt wird irgendwann echt schwerfällig. Die Beine gehen kaum nach oben, fast gar keine Dynamik mehr, sondern da heben die Beine fast gar nicht mehr ab. Die sind fast komplett auf dem Boden die ganze Zeit. Also, ne? Und hier hinten, das ist dann das hintere Feld, da sieht man, dass es dann geht dann eher in die Richtung dann gehen oder ist gehen dann schon bei einem oder anderen. Ne? Woran liegt das Ganze? Ich habe das Ganze jetzt aus einer Studie genommen von mir, die ich aus einem Vortrag genommen, den ich da mal gemacht habe. Und das Ganze liegt definitiv, oder woran es liegt, ist an der Laufeffizienz. Ja? Und zwar ist Laufeffizienz ist im Prinzip, wie viel, habe ich ja vorhin schon gesagt, wie viel Sauerstoff benötige ich, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten. Da kann ich eine gute Lauftechnik haben, da kann ich ein bisschen was rausholen, ich kann eine schlechte Lauftechnik machen, da verliere ich ein bisschen was. Aber unterm Strich ist alles, was ich an Muskelarbeit reinsetze, ist benötigt Sauerstoff, wenn es nicht anaerob ist. Aber ich rede jetzt mal von Langstreckenlauf. Das Einzige, was mir umsonst Energie wiedergibt, ist die Federkraft der Muskulatur und der Sehnen. Ihr könnt das selber mal ausprobieren. Ich nehme mal hier unseren Kronkorken, deswegen ist das der einzige Grund, warum wir Bier trinken. Und wir stellen uns jetzt mal vor, der Kronkorken, das ist im Prinzip unser Körper. Ja? Und meine Finger, das ist im Prinzip unsere Achillessehne sozusagen. Ja? Jetzt kommt der Körper und prallt quasi auf, also Fußaufsatz, und die Achillessehne wird überdehnt. Allein durch die Kraft des Körpers, Also die Achillessehne arbeitet ja kein Muskel, sondern ich komme quasi auf, ich komme von oben. Ist eine Sehne, also ein Band, wie ein Band oder sowas. Genau, quasi, die hat ja so gut wie gar keine metabolisch, also ist ja neuerdings nachgewiesen, dass da auch ein bisschen Metabolik stattfindet, aber jetzt nichts wirklich Wichtiges. Also, die wird einfach nur durch die Körperkraft gedehnt. Und dann hat die Energie gespeichert jetzt. Das seht ihr daran, dass wenn ich jetzt loslasse, der Kronkorken natürlich in Luft fliegt. Ja? Und diese Kraft, die hier quasi durch die Dehnung der Sehnen, also in dem Fall Unterarm und Finger, die ihr quasi hier wieder loslasst, diese Schnalzkraft, das ist umsonst. Kostet keine... Man braucht ja keine Kraft aufwenden dafür. Das ist einfach da sozusagen. Kein Sauerstoff, kein Kohlenhydrate, keine Fette, nichts. Das ist im Prinzip das, was ihr vorher, bei dem vorigen Schritt sozusagen schon aufgebracht habt, was jetzt recycelt wird an Kraft. Und umso mehr Kraft ich dort recyceln kann, umso weniger Sauerstoff brauche ich. Ja. Und das ist der größte Unterschied zwischen, was die Laufeffizienz angeht, zwischen guten und schlechten Läufern. Und wenn wir nochmal in die... Das ist so ein bisschen wie jetzt, keine Ahnung, wie man ja jetzt heutzutage auch mit Energierückgewendung beim Bremsen bei Autos zum Beispiel ist zum Beispiel das gleiche Gefühl, also mal übertragen, das gleiche System. Genau. Ich mache jetzt mal kurz was. Ich mache das hier so, dass ich nebenbei auf. Das ist ganz interessant, da gibt es nämlich eine... finde ich das jetzt? Desktop, finde ich. Genau, Martin schreibt die gute alte LSS, also Leg Spring Stiffness ist da auch ein Begriff dafür, wer jetzt mit einem Stride läuft, da wird die auch gemessen, zum Beispiel. Genau, Leg Spring oder Muscle Stiffness, ist die klassische Größe. Ich finde jetzt gerade den Vortrag nicht, den ich gerade auf hatte, aber ich kann ihn nochmal kurz versuchen aufzumachen. Da ist nämlich auch nochmal eine kurze Studie drin. Es ist nämlich so, dass die Paula Radcliffe, die bis vor kurzem ja noch den Marathon-Weltrekord hatte. Ne? Mhm. Die hatte einen Trainer, der war halt Doktor und Forscher auch. Ne? Brown hieß der, glaube ich. Ist der Brown? Ich glaube, Brown hieß der. Ja? Und, Jones. Ja, Jones. Jones hieß der. Zurücksetzen. Mitte. Da. Ja, genau. Ja. Genau, zeige ich euch mal kurz, ohne das jetzt in den Dingsmodus zu machen kann. Das sind die Zeiten von Paula Radcliffe quasi, von 1992 bis 2003 auf 3000 Meter. Und ihr seht, die sind von 8,51 bis 8,22 runtergegangen. Das ist schon eine ordentliche Steigerung. Ja. Aber gleichzeitig hat der Jones die VO2 Max gemessen. Und ihr seht, die war bei 216 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Kilometer. Ja, normalerweise wird das nach Minuten gerechnet und nicht nach Kilometer. Deswegen ist die Zahl hier so ein bisschen komisch. Aber ihr seht, die geht im Endeffekt, bleibt die fast gleich, aber geht sogar ein bisschen runter. Ja. Aber die Zeit wird besser. Und das Ganze lässt sich nur damit erklären, dass die Laufeffizienz besser geworden ist. Und Paula Radcliffe hat unheimlich viele plyometrische Übungen gemacht, viele Sprungkraftübungen gemacht und hat damit geschafft, ihre Laufeffizienz zu verbessern, dass selbst
obwohl sie weniger Sauerstoff umsetzen konnte, sie deutlich besser geworden ist und dann ja auch irgendwo 2000, weiß ich nicht, 5 oder was, den Marathon-Weltrekord gelaufen ist. Also, obwohl die VO2 Max gesunken ist. Also, diese Sache, diese Leg Spring Stiffness, ja, also diese Steifheit der Sehnen, ja, also wie viel Spannkraft können die Sehnen aufnehmen und wieder abgeben, ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Das hat auch was mit der Dicke der Sehnen zu tun, ja, also wie dick sind die Sehnen und auch wie steif sind die. Steife ist in dem Fall im Endeffekt ganz gut. Ja. Ja. Ich kann aber nochmal das an einer anderen Sache zeigen, was zum Thema mit der Steifigkeit, dann wird das nochmal ein bisschen deutlicher. Ich mache mal kurz auf Webcam nochmal. Ich hoffe, das sieht man jetzt. Ich mach mal Folgendes. Ich habe jetzt hier, ich hoffe, ihr seht das und hört das, ich habe jetzt hier so eine Kettlebell, die hat, glaube ich, 10 Kilo und ich packe das jetzt mal an so eine Achillessehne, also in dem Fall so ein Deuserband dran. Vertraust du dem Band? Und ich, bitte? Vertraust du dem Band? Ja. Ich vertraue dem Band. Ist teuer gewesen. Und ich lasse das jetzt mal, ich mache das jetzt mal, ja, ich sage jetzt mal so eine Unterarmlänge, ja, und lasse das mal fallen, Unterarmlänge und lasse das Ganze fallen. Und ihr schaut einfach mal auf das Gewicht, wie das quasi bounced, also wie das federt. Und ihr seht, das federt zwar ein bisschen, aber ist relativ schnell ausgependelt, da passiert nicht viel. Ja, und was wir jetzt machen, ja, wir verdoppeln einfach mal die Spannkraft, das heißt also, wir nehmen die gleiche Länge, aber nehmen das ganze Ding doppelt, ja, also wieder einen Unterarm ungefähr und nehmen das ganze doppelt. Ich lasse es wieder fallen und ihr seht, wie das relativ lange hinterher schwebt, ja, also quasi hoch und runter quasi geht. Ich hoffe, das wird deutlich, ja, und das liegt einfach daran, dass umso kräftiger das Band ist, ja, also umso dicker das Band ist, umso mehr Kraft kann es aufnehmen und wieder abgeben. Und das ist im Prinzip das Gleiche, was bei der Achillessehne passiert. Also deswegen ist diese Leg Spring Stiffness so ein wichtiger Faktor, was die Laufeffizienz angeht. Merkt ihr auch, wenn ihr irgendwie verspannte oder Beschwerden halt an der Achillessehne hat, fühlt man sich auf einmal lauftechnisch auf einmal viel, viel schwächer, obwohl man die gleiche Leistung ja eigentlich bringt, aber halt die Energie, die zurückgewonnen geben wird, ist einfach nicht vorhanden. Also ihr müsst die Energie zusätzlich mehr aufbringen, weil die Sehne die nicht mehr mitbringt. Exakt, ja. So ist es. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie kriege ich das hin? Durch was für ein Training? Ja? Ich würde sagen, ich mache jetzt einfach mal unser Training auf, oder? Mhm. Und ich hoffe, er hat es runtergeladen. Na, was ist das? Sollte er es nicht noch nebenbei runterladen? Eigentlich lief das noch, ja. Fehler, okay, da Träger voll. Ja, lade ich nochmal nebenbei nochmal die eine Sache runter. Zeige euch in der Zeit, wo er das dann runterlädt, weil wir sind ja immer noch zu Hause, ich bin nicht bei unserem Server, das heißt, ich muss aus dem Internet runterladen. Zeige ich euch aber nochmal ein paar Übungen, die zum Beispiel Profis machen, weil man fragt sich ja, warum, wenn das so wichtig ist, ja, warum machen Profis nichts dafür? Profis machen viel dafür. Die machen viel Lauf-ABC, vor allen Dingen viel Krafttraining auch und Krafttraining vor allen Dingen viel Maximalkrafttraining. Das sehen wir jetzt gleich bei der Anneliese Rousseau. Die seht ihr jetzt hier rechts oben. Ja, ich spiele das Ganze mal kurz ab. Wieder. Das wollen wir kurz einmal durchgehen. Genau. Da sehen wir, das ist so eine Trainingsgruppe um Kipchoge, ja, links oben. Geometrische Übungen macht. Ja. Dann sehen wir hier links gleich, wenn wir jetzt weiterklicken, sehen wir links Anneliese Rousseau, ja. Gute Trailläuferin aus Frankreich, die macht halt hauptsächlich Krafttraining, Kniebeuge, macht auch viel Sprungkrafttraining jetzt hier. Das sieht jetzt nicht so toll aus, aber immerhin. Ja. Wir haben hier eine Gruppe aus Auckland, aus Neuseeland, die viel Lauf-ABC machen, auch Sprungübungen, ja, reingebracht quasi in Aufwärmübungen, ja, die haben das Ganze adaptiert von kenianischen Läufern, ja, also wenn er erstmal, so was seht ihr auch bei Kenianern, das seht ihr gleich rechts im Bild, ja, und ihr seht jetzt gleich, wenn wir kurz durchlaufen lassen, sieht man auch den kenianischen Trainer. Da kommt dann noch der kenianische Trainer, egal, ich mache mal das nächste an, da ist er, der kenianische Trainer, genau, und hier rechts sehen wir die Kenianer, die es quasi, die das auch in ihre Warm-Routine reinbringen. Das sind halt Übungen, also alles, was Sprungkraft ist, ja, was kurze Bodenkontaktzeiten ist und alles, was hohes Krafttraining ist. Das ist genau das, was das bringt, um genau diese Leg Spring Stiffness aufzubauen. Ja. Ich mache jetzt mal hier kurz Pause. Ich lade einmal kurz unsere Dings runter noch nebenbei und zeige euch in der Zeit dann Studien dazu.
Trainingspläne, nicht Wettkampfpläne, sondern Kraftprogramm. Ich mache mal kurz die Studien auf in der Zeit. Mhm. Da waren wir da. Studien, Desktop. Oh, wo ist es denn? Oh. Kraft. Warum ist. Warte mal, irgendwo kurz einmal das zumachen. Irgendwo muss hier Krafttraining sein. Warum hat er das denn nicht mehr? Ist das doch da Krafttraining? Ja. Und dann 4x4. Mal kurz alles wieder auf. Sorry, wenn es jetzt mal kurz eine Minute dauert, aber es ist nicht so einfach, so viele Sachen immer aufzuhaben und im Blick zu haben. Genau. Krafttraining, das ist die 4x4-Studie. Ja, und das ist Metaplyo. Und, ah ja, okay, da muss ich den Plattformen aufmachen. Öffnen mit Browser. Und genau, das ist jetzt hier eine Übung quasi. Das ist die 4x4? Ne, das ist Metaplyo, okay. Genau. Genau. Also das ist jetzt eine Metastudie gewesen, die hat geschaut, gerade wie sehen andere Studien aus, die viel plyometrische Übungen machen. Plyometrische Übungen sind Sprungübungen, ja? Also das, was wir vorhin gesehen haben mit den Boxen oder sowas, oder auch RT-Resistance-Training. Da ist Stören ist da ein ganz berühmter, den habe ich gleich auch nochmal als Einzelstudie da. Das sind quasi 4x4 Wiederholungen Maximalkraft, mhm. Also 4x4 Kniebeuge, wirklich voll. Aber mit Vollkraft. Vollkraft, also, ja. Nach 4 geht gar nichts mehr, dann eine ordentliche Pause und dann das gleiche nochmal, ja. Und haben dann geschaut, wie viel bringt das Ganze, ja. Und da zeigt sich eigentlich durch alle Studien, ich versuche es mal ein bisschen größer hier zu machen, dass die, das ist jetzt hier die Laufeffizienz, also die Running Economy, ja, dass die, also umso besser, also umso weiter links, mhm. umso besser ist es, dass die von der experimentellen Gruppe, dass die im Vergleich zur Kontrollgruppe deutlich geringere RE hat. Ja? Ja. Also in dem Fall ist es also negativ deswegen gut, weil die geguckt haben, wie viel VO2 oder wie viel bei der gleichen Geschwindigkeit, wie viel Sauerstoff brauche ich da. Ja? Also die haben danach deutlich weniger Sauerstoff bei der gleichen Geschwindigkeit gebraucht. Und das bei allen Studien, also bei allen Studien, mhm. die sie jetzt da angeguckt haben. Und das waren hauptsächlich Studien eben, die plyometrische Übungen hatten. Also das sind zum Beispiel Wechselsprünge gewesen, ja, oder Hürdensprünge gewesen. Ja. Dropjumps, was wir vorhin gesagt haben. Also auch was ähnlich wie bei diesem Downhill-Training, mhm. also irgendwo hochsteigen und runterspringen. Ja, 30 bis 200 Total Jumps mhm. insgesamt. Ja, also viele Sprungübungen, Squat-Jumps, ja, jegliche Sprungübungen, mhm. ja, oder eben Maximalkrafttraining. Und dann sehen wir hier auch Half-Squats. Ja? Also Half-Squats heißt, man geht nur bis 45 Grad mhm. Runter, nicht mhm. bis 90, also nicht okay. irgendwie so ass to the grass oder sowas, mhm. sondern ja. lieber wie beim Laufen, da gehe ich ja auch nicht so ewig mhm. in die Knie rein. Mhm. Ja? Also lieber nur ein bisschen in die Knie, aber dafür mehr Gewicht. Und dann, ja. Ja? Und dann 4x4, ja, und ja, dass Leute wirklich danach platt fahren. Und das dreimal die Woche, das ist mhm. das, was wirklich nachweislich geholfen hat für die Verbesserung der, kannst du mal zumachen, kurz, ja. für die, wirklich geholfen hat für die Effizienz, ja. Genau, jetzt gucke ich mal ganz kurz noch, dass ich unsere Sachen runterlade, dass ich die noch kurz zeigen kann. Heißt also zusammengefasst, wenn ich meine Laufeffizienz verbessern möchte, Lauf-ABC, das, was wir gerade bei den Kenianern gesehen haben, mhm. alle möglichen Sprünge, ja. ja auf dem Boden von Kisten runter, vor allen Dingen Seichenspringen kann sehr gut helfen. Ja. Hatten wir ja auch schon mal als Thema, Seichenspringen. Und was sehr gut helfen kann, ist halt Maximalkrafttraining. Mhm. Wenn ihr Maximalkrafttraining macht, dann macht das aber, wie ihr das vorhin auch gesehen habt, bei der Analyse Rousseau, irgendwo, wo ihr das, die Gewichte abwerfen könnt mhm. oder in einem Rack. Ja. Sieht man jetzt nicht, aber ich habe hier ein Rack im Zimmer stehen. Das heißt also, wenn ich zusammenbreche mit dem Gewicht, passiert nichts. Ja? Macht es nicht mit Freigewichten, wenn ihr wirklich voll an eure Grenze rangeht. Weil euch das echt verletzen kann, ja. Und dann möglichst mit Anweisung. Also für jemand, der das machen möchte und der nicht die mhm. optimalen Bedingungen hat, ja, mhm. dann lieber auf dieses Maximalkraftgeschichte ja. und lieber auf Sprünge sich zum Beispiel konzentrieren, ja. Genau. Und Sprünge könnt ihr auch möglichst viele Sachen mit Einbeinsprüngen machen.
Genau. Weil der ja dann quasi nicht verhindert, dass das stärkere Bein übernimmt einfach. Auch da wieder die Geschichte. Absolut, ja. Genau. Also da auch Disbalancen vermeiden, indem man das halt viel Einbeingeschichten macht. Mhm. Ja. Und gleichzeitig haben wir noch diese Balancegeschichte dabei. Ja. Ja. Das ist sowieso eine Sache, die kann ich immer reinbringen. Ich kann in mein Krafttraining immer Balance und Propriozion da reinbringen. Gerade fürs Trailrunning. Wir haben hier ein paar Sachen noch dabei. Zum Beispiel genau so auf einem Kreisel sozusagen. Ja. Ne? Ja. Oder kannst du auch zeigen, genau. Mit so einem Balance-Pad, wo man quasi auch sich einbeinig draufstellen kann. Und erstmal reicht natürlich einbeinig, dann kann man auch Kniebeugen darauf einbeinig machen. Also kann man die Schwierigkeit erhöhen durch Kniebeugen oder mit Gewicht dann quasi versuchen, die Kniebeuge dann einbeinig letztendlich zu machen. Also dass man einfach einen instabilen Untergrund hat. Als alternative Balance-Pad geht auch, keine Ahnung, ein dick gefaltetes Handtuch erstmal am Anfang. Es gibt so Kissen, die man quasi dafür nehmen kann, um das einfach zu simulieren, dass man einfach einen unsicheren Stand hat und die Beine das einfach ausgleichen müssen, die Muskeln das einfach ausgleichen müssen. Genau, also dieses Kissen hier, das finde ich persönlich am besten, das ist richtig cool. Ja. Und da das kann man verschieden aufblasen, kann man auch deswegen gut mitnehmen und da hat man wirklich einen super ungleichmäßigen Stand drauf. Ja. Und da kann man halt viele so Plank-Übungen drauf machen. Oder wenn man eine Sprungübung macht, würde ich das nicht nehmen, weil da ist es halt sehr, sehr wackelig. Ja. Aber das Erex-Pad, das blaue, was du gerade gezeigt hast, das ist so eine Sache. Ja, das war quasi, das ist einfach so ein Schaumstoff-Pad, das quasi geringfügig nachgibt, aber dadurch halt einfach die Balance da sein muss. Genau, dafür. Und da kann ich halt sehr effizient trainieren, indem ich die Sprungübung mache und dann zum Beispiel auf so ein Erex-Pad lande, ausbalanciere und wieder runterspringe. Ja? Ich zeige jetzt euch nochmal hier unser Krafttraining, ja, was wir dann so, wie das dann bei uns ausschaut, zum Beispiel jetzt, wenn man so ein Effizienzkraftprogramm holt, das ist jetzt hier quasi so eine PowerPoint, ja, das kriegt man als PDF, da sind dann Videos dabei, da sind dann auch diese Kniebeuge mit 45 Grad dabei, Beinpresse zum Beispiel, ja, oder Wadenheben an Multipresse, Seichenspringen, Treppensprünge zum Beispiel, das ist eine sehr gute Übung. Ja. Und wie gesagt, das ist dann halt alles, ich muss das auch mal so drücken. Na komm. Genau, da sind dann halt so, ne, das sind jetzt zum Beispiel Treppensprünge, die finde ich auch sehr gut nur auf einem Bein. Ja. Also wenn man nur ein Bein hoch, ein Bein runter, die sind glaube ich auch dabei, ja, Boxjumps sind dabei. Und genau, da sind dann halt die Übungen erklärt, ja, Square Jumps zum Beispiel sind dabei, Boxjumps sind dabei. Also das sind halt quasi zu speziellen Übungen, zu speziellen Themen, in dem Fall halt Effizienzkrafttraining, sind das viele Übungen dabei, wo dann gesagt wird, worauf kommt es an, wie viele Wiederholungen macht man und so weiter. Und dann habt ihr eigentlich alles dabei, was, da habt ihr eigentlich alles zusammengefasst, nochmal erklärt, worauf kommt es an bei der Ausführung, was darf man nicht falsch machen und auch die optimale Ausführung dabei. Und das ist eigentlich eine, für diejenigen, die jetzt nicht so hundertprozentig in dem Thema drin sind, ist es eigentlich eine ganz gute Geschichte, dieses Krafttraining dann also angeleitet, zumindest mal Video angeleitet zu machen. Ja. Für diejenigen, die sagen, oh, das ist mir jetzt aber alles ein bisschen zu viel gewesen, dann schaut mal auf unsere Seite einfach unter Shop und da unter Krafttraining, da sind für Verletzungen, für Effizienzsteigerung, für Downhill, für Uphill, für alle möglichen Sachen auch die Übungen auch drin, die wir jetzt hier besprochen haben und die alle auch einen Sinn haben und nicht einfach nur irgendwo, weil sie gerade in sind, gemacht werden. Genau, und im Blogbeitrag, im Blog findet ihr auch noch zwei Artikel, zwei sind es, glaube ich, auch zu dem ganzen Thema Krafttraining für Verletzungen und für schneller werden und auch da nochmal die Studien, die wir haben, hier verlinkt. Also einfach bei uns im Blog mal reingucken, also michael-arendt.de und da unter Blog und da unter gucken, Effizienztraining für schneller werden, Effizienztraining gegen Verletzungen oder Unterstützungstraining heißt es da, glaube ich. Genau, Unterstützungstraining. Genau, da einfach reingucken und da sind auch die ganzen Studien nochmal verlinkt. Ja. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, oh, so ein Krafttraining, da konnte ich mir jetzt nicht alles merken oder ich mit diesen exzentrisch, isometrisch, ich weiß jetzt gar nicht, was ich genau machen soll, dann investiert die Kohle, die Sachen sind nicht so teuer, das ist bezahlbar und dann habt ihr die Übung vorgemacht und erklärt und genau, das für die kleine Werbeeinblendung. Jetzt kommen wir noch zum Schluss zu der Sache, wie bringen wir das Ganze ins Training mit rein? Genau, ja. War ja auch eine Frage dazu, genau zu dem Thema.
Weil es ist ja oftmals so, sag mal, jetzt mache ich das Krafttraining und morgen steht das Intervall auf dem Plan und dann wacht man auf und hat einen fetten Muskelkater und Intervalle geht gar nichts mehr sozusagen. Genau. Ja. Also gerade für Leute, die sechsmal trainieren zum Beispiel, das war ja auch die Frage, was mache ich denn, wenn ich sechsmal trainiere? Mhm. Dann kann ich ja nicht noch zusätzlich Krafttraining machen, ist ja komplett platt. Und wir haben ja gesehen, gerade beim exzentrischen Krafttraining, gerade epischer Muskelkater plus, das kann ja eigentlich nicht zum Lauftraining zu machen. Was würdest du da empfehlen? Wie geht man da vor? Genau, also erstmal, wenn ihr wirklich sechs bis sieben Mal oder sagen wir mal fünf bis sieben Mal in der Woche lauft, versucht das Krafttraining möglichst weit weg von den Qualitätseinheiten zu legen. Ja. Das heißt, möglichst weit weg von der nächsten Intervalleinheit und wirklich dann auf ein Minimum reduziert, also Mindestmaß reduziert. Also einmal die Woche möglichst weg vom Intervalltraining, wie gesagt. Und wirklich eher in der Zwischensaison dann vermehrt einbringen. Genau, also reinbringen jetzt, wenn jemand voll im Training drin steckt, ist das Reinbringen, sage ich jetzt mal, von wirklich Krafttraining als Base nicht sinnvoll. Was man jetzt reinbringen kann, ist einmal die Woche zum Beispiel Downhill-Training, wenn man weiß, es kommt ein Wettkampf, weil dann brauche ich es. Ja. Ja, dann bringen wir es auch rein. Aber jetzt Core-Training, wirklich Krafttraining für Uphill, so welche Sachen reinbringen, macht jetzt keinen Sinn, weil es einfach eine sehr hohe Belastung ist, wenn der Umfang eh schon hoch ist. Ja. Dann gehe ich lieber überlaufen. Mhm. So welche neuen Sachen dann lieber in der Off-Season reinbringen, wenn man sagt, okay, jetzt kann ich auch mal zwei Wochen laufen, eher hinten anstellen. Ich bringe jetzt Krafttraining rein und nach zwei Wochen habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich das nicht mehr so als große Einschränkung fürs Laufen empfinde und dann steigere ich das Laufen wieder. Aber so ein Einstieg ins Krafttraining ad hoc mit dreimal die Woche Vollgas, nicht in der Zeit, wo ich auch den Umfang hoch habe. Oder wenn ich zum Beispiel auch irgendwelche explosiveren V2-Max-Intervalle habe oder sowas, dann vor allem halt eher nicht. Genau. Ja. Gerade dann, wenn dann Muskelfasern kaputt sind, zum Beispiel eben durch Sprungkrafttraining und die gehen halt kaputt, eben haben wir ja gezeigt vorhin, also gerade durch die exzentrische und alles, was Sprung ist, ist auch immer zum gewissen Teil exzentrisch beim Landen. Ja. Also von dem her, das nicht reinbringen, wenn man es nicht gewohnt ist, wenn man eher gerade V2-Max trainiert, sondern das eher reinbringen, wenn man gerade in der Off-Season ist und eine Übergangsphase reinbringen und dann danach das Lauftraining wieder steigern. Und da wären wir auch bei der Periodisierung. Wir periodisieren nicht wirklich nach einem Aufbau, dass wir sagen, es muss im Winter Core trainiert werden und im Sommer das und das. Es kommt darauf an, was braucht der Athlet für seinen Wettkampf. Und da heißt es dann zum Beispiel, Downhill-Training schaffe ich relativ kurzfristig und das hält dafür aber auch nicht ewig an. Ja. Das bringe ich die letzten sechs Wochen rein. Ja, ja. Ein bis zwei, sagen wir zweimal oder so. Ja, maximal zweimal die Woche. Ja. Und wenn ich dann Downhill quasi im Sommer auch, wenn er es trainieren kann, dann nehmen wir es eher wieder mit raus, dass wir nicht überlasten. Ja, Uphill würden wir vielleicht im Frühjahr reinbringen, wenn als Vorbereitung für die Frühjahrssaison, für die Sommersaison. Core kann durchaus im Winter da sein, weil Core trainiere ich dann durchaus im Sommer, auch wenn ich viel im Gelände laufe oder wenn ich lange Läufe mache. Also das kommt immer ein bisschen darauf an. Wir gucken das eher, dass wir das nach dem Laufen trainieren, periodisieren. Mhm. Also wir periodisieren nicht unabhängig vom Laufen das Krafttraining, wie das vielleicht ein Kraftsportler machen sollte, sondern wir schaffen quasi mit dem Krafttraining die Voraussetzung fürs Laufen. Wir bereiten quasi das, was der Läufer fürs Laufen braucht, bereiten wir vorsichtig mit dem Krafttraining vor, weil ich mit dem Krafttraining deutlich leichter Laborbedingungen schaffen kann, wo ich ihn nicht überfordere, wo er sich nicht verletzt und wo ich langsam steigere. Und damit schaffen wir Voraussetzungen und versuchen das dann in die Realität zu bringen. Das ist eher so unsere Herangehensweise beim Krafttraining und erhalten dann in der Höchstphase eher die Fähigkeiten aufrecht und steigern es dann nicht noch mehr. Also das ist zum Thema Periodisierung vom Krafttraining. Von dem her, also dieser klassische Aufbau, erst Ausdauerkraft, dann intramuskuläre Koordination und so weiter, das ist eigentlich nicht genau das, was wir machen, sondern wir schauen eher, was braucht der Athlet fürs Laufen und wie bereiten wir es vor, dass er sich auch bei dem Laufen dann weniger verletzt, weil er es vorher schon vorbereitet hat. Ja. Genau, oder spezifisch, wenn er irgendwie, man weiß, okay, er marschiert jetzt eine Stunde lang mit Stöckenberg auf, Oberkörpertraining, dann eben je nachdem, wie halt wirklich die Anforderung ist, wo gebraucht wird einfach. Genau. Das dazu. Haben wir sonst noch was wir vergessen? Sonst können wir kurz noch zusammenfassen. Mhm. Ja, Trainingsgeräte vielleicht. Ja, ja, Trainingsgeräte, ja, da gibt es halt alles und nichts. Und das ist halt tatsächlich die Sache, die es ein bisschen schwierig macht. Ja. Also wir haben versucht, es gibt auch bei uns auf der Website immer entweder mit oder ohne Geräte. Also wir haben immer das Gleiche, einmal mit Geräte und einmal ohne Geräte an Trainings. Außer bei Effizienzsteigerungen, da haben wir beides gemixt, aber da kann man halt auch nur die ohne Geräte machen, das reicht halt aus. Ja. Ja.
man kann im Prinzip, kann man sagen, fast mit jedem Trainingsgerät fast alles machen, mhm. wenn es nicht um Maximalkrafttraining geht. Maximal geht halt wirklich nur mit viel Gewicht. Gewicht einfach, kann ich nicht mit TRX machen. Ja. Ansonsten, was zu Hause sich anbietet, meiner Meinung nach, ist wirklich ein TRX. Mhm. Ja, also ein Sling Trainer, sieht man den im Hintergrund. Hier ist er. Ja, hier so ein Sling Trainer Gerät. Ja, damit kann ich eigentlich echt fast alles machen. Mhm. Ich kann Kniebeuge, ich kann Gleichgewichtsübungen machen, ich kann viel Core machen. Und also da kann ich wirklich alles mitmachen. Dazu noch so ein Resistant Band, was ich gezeigt habe. Hier kann ich auch Abduktoren, Adduktoren-Training super mitmachen. Ja? Und wir haben auch extra Trainingsgeräte, nur Trainingseinheiten nur für TRX. Ja. Ja? Also wenn ihr sagt, ich habe nur so ein TRX, ich möchte nur TRX-Übungen haben, auch dafür haben wir Downloads nur für TRX. Ich finde so ein Resistant Band, das kostet nichts. Mhm. Ja? Also das ist jetzt ein Deuser-Band, die finde ich super, weil die reißen tatsächlich nicht, habt ihr ja vorhin gesehen. Ja? Finde ich super. Kosten nichts, kann ich überall hinnehmen und ich kann damit eigentlich auch fast jede Muskelgruppe trainieren. Ja, gibt es ja auch noch die bisschen breiteren, dünneren in verschiedenen Stärken, gibt es ja dann teilweise auch noch. Die dann aber Richtung, deutlich schneller reißen. Die reißen natürlich viel schneller und möchte man nicht irgendwie ins Gesicht zurückgeschnalzt haben teilweise, Seil, zu Seilchen springen ist auf jeden Fall eine Sache, hier hängt sie irgendwo oder liegt auf dem Boden, also ein Seil ist auf jeden Fall eine Sache, zum Seichenspringen ist auf jeden Fall eine sinnvolle Sache, das ich mitbringen muss. Und mit diesen Sachen kriege ich eigentlich schon fast alles hin. Ja. Und dann noch, was du vorhin sagtest, so eine Unterlage. Genau, dann so ein Wackelbrett oder irgendwie sowas gibt es ja auch viel. Ja. Genau, womit ich quasi das trainieren kann. Ne? Da bin ich und eine gute Matte, wo ich dann meine Übung drauf machen kann. Das ist eigentlich so das, was ich sage, damit holt man das meiste raus. Ja? Klar kann man jetzt noch Kettlebells holen und so weiter, aber bei Kettlebells ist immer das Problem, die sind recht teuer. Ja. Und welches Gewicht? Und, welches Gewicht, ja. Also ich habe eine 10er und eine 16er, damit komme ich gut klar, das ist aber bei jedem wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja. Und dann hast du wieder das Problem bei den Kettlebells auch, dass du, wenn du das jetzt hier im normalen Raum machst, die kannst du halt nicht mal fallen lassen, weil du die aus der Hand, wenn sie dir aus der Hand fallen, dann hast du direkt ein Loch im Parkett. Ja. Also dann, das ist auch schon wieder Kacke eigentlich eben zu Hause zu machen. Das muss man im Fitnessstudio eigentlich dann machen. Ja. Und also deswegen, was Gewichte angeht, es gibt auch Kettlebells mit unterschiedlichen Gewichten, wo man quasi die Gewichte abnehmen kann. Dann einhaken kann. Irgendwie sowas so einklippen kann. Das wäre eine gute Sache, aber die sind halt auch schweineteuer. Mhm. Ja. Da ist wirklich ein Fitnessstudio deutlich günstiger häufig. Ja. Genau. Und dann vielleicht eine Box, so eine Holzbox oder sowas, die sind auch nicht günstig, die kosten auch 100 Euro. Aber dass man, was man vorhin gesehen hat, wo die Anneliese Rousseau draufgesprungen ist, da reicht auch eine, man braucht keine zwei. Aber damit kann man, also das wäre so das, was ich noch eher holen würde, als jetzt eine Kettlebell unbedingt. Ist aber auch was, wo man, wie gesagt, durch eine Parkbank oder irgendwas auch simulieren kann. Genau. Oder es gibt ja diese U-Betonsteine. Wo es viel gibt überall, wo man da auch ganz gut nutzen kann, wenn man weiß, da ist irgendwie was oder sowas. Total, das ist nicht was ich zwangsweise brauche. Ja. Ja. Und ansonsten Langhantel oder so ein Rack, wie ich das jetzt hier habe, also da muss man schon ein bisschen Bock haben, sich sowas hinzustellen zu Hause. Ja, auf dem Platz oder Platz Painkeller haben oder sonst irgendwas. Genau, ne? Also dann geht sowas, aber es ist halt im Endeffekt auch, wir haben das jetzt zu Hause, weil wir beide trainieren, wir haben ein Kind, womit wir nicht so ständig im Fitnessstudio gehen können und dann kann halt einer Krafttraining machen, während das Kind zu Hause ist, das ist so unser Benefit davon, aber wenn jemand das Problem nicht hat, dann lohnt sich das auch voll in ein Fitnessstudio reinzugehen, aber sonst, wie gesagt, wir haben, also unsere Krafttrainings, die sind auch gar nicht so viel mit Fitnessstudio-Geräten, da geht es eigentlich auch ohne. Und also von dem her ist weniger mehr und man kann fast mit allen Sachen, also wie gesagt, mit dem TRX kann ich eigentlich meinen ganzen Körper durchtrainieren, dann mache ich noch Seilspringen dazu, mache noch Sprungübungen dabei, Balancetraining und dann ist das Einzige, was ich nicht drin habe, ist Maximalkrafttraining und das mache ich zur Not im Fitnessstudio, aber das kriege ich mit plyometrischen Übungen, kriege ich, das habt ihr ja vorhin gesehen, was das Effizienztraining angeht, auch von dem Ergebnis her fast genauso gut hin. Ja, genau, das wären so die Empfehlungen da. Genau. Jetzt würde ich sagen, gucken wir noch, ob Fragen da sind und in der Zeit fassen wir nochmal kurz zusammen. Nochmal kurz, jeder sein eigenes, was er gesagt hat, nochmal kurz die wichtigsten Punkte. Also Bergauflaufen. Genau, also Punkte. Bergauflaufen, wichtige Punkte. Ihr macht möglichst viele kleine Schritte, da nützen euch nicht wenig Wiederholungen mit viel Kraft oder sowas, sondern wirklich versuchen, das möglichst gleichmäßig, auch die gleiche Belastung hinzukriegen auf dem Rad,
durch wirklich Bergauflaufen, durch Treppen laufen. Also wirklich versuchen, so nah wie möglich einfach an der Realität dran zu sein. Genau, 75 bis 80er Kadenz beim Radfahren ist eine ideale Geschichte oder auch beim Treppenlaufen. Mhm. Und Krafttraining bringt nur mäßig was. Theoretisch mit vielen Wiederholungen was, aber halt ist halt keine Umsetzung. Und wenn trainieren, dann Hintern, haben wir gesagt, und vordere Oberschenkel, wenn es steil wird. Ja, und irgendwo als drittes dann Waden trainieren. Genau. Dann bergab laufen, da hatten wir die Problematik exzentrisches Training oder exzentrische Belastung, was halt zu vielen Muskelschäden führt, dementsprechend einen hohen Kreatinkinasewert. Da kann ich aber relativ gut und relativ leicht mit exzentrischen Übungen schon vorbereiten. Das heißt also Sprünge abwärts oder alles, was also zum Beispiel Wall-Sit, wenn ich langsam runtergehe, oder Kniebeuge langsam runtergehen. Ja, das sind alles Übungen, womit ich sehr, sehr gut schon das Bergablaufen vorbereiten kann. Maximal ein- bis zweimal die Woche und als Vorbereitung fürs tatsächliche Bergablaufen. Schon ein Lauf bergab von 40 Minuten, habt ihr gesehen, kann zu deutlichen Anpassungen führen. Also deswegen nicht zu viel machen, aber wenn es geht, einmal die Woche oder wenn ein in Mittelgebirge kommt oder in die Alpen kommt, dann auf jeden Fall mal den letzten Lauf ruhig mal bergab ballern, ja, aber nur mit einer ordentlichen Vorbereitung, weil das eben zu starken Muskelverletzungen und dann auch zu Sehnenansatzreizungen führen kann. Aber mit einem ordentlichen Aufbau, ja, erst mehr oder weniger statisch, langsam ohne Gewicht runtergehen, dann Bergabsprünge, dann ins Laufen überführen, kann zu einer deutlich geringeren Schädigung im Downhill führen und dementsprechend zu besseren Leistungen im nächsten Uphill und auch zu weniger Verletzungen, gerade was Sehnenanreize angeht, Patellasehne und Tibiale und so weiter und so fort. Das zum Thema Bergablaufen. Ja. Genau, zum Thema Core-Training, wie gesagt, kein großer Nutzen jetzt so für die Laufverbesserung. Natürlich eher eine ästhetische Frage, eine Alltagsfrage, wie könnt ihr jetzt im Alltag gegen irgendwelche Probleme oder sowas damit was tun, aber jetzt kein herausragender Nutzen fürs Laufen, wenn dann eher als Verletzungsprophylaxe quasi, auch was wir jetzt hier Abduktoren hatten und Außenrotation vom Oberschenkel. Und wie gesagt, also kein jetzt vom Zeitaufwand her jetzt nicht der entscheidende Nutzen einfach daraus. Genau, hauptsächlich bei Frauen oder Leuten, die Overcrossing haben, also die nicht in einer Linie aufkommen, sondern der rechte Fuß eher links aufkommt, der linke Fuß eher rechts, die sollten Abduktoren trainieren. Und sonst eher, wenn man weiß, da ist ein Problem, dann gezielt gegen dieses Problem quasi trainieren halt sozusagen. Bei chronischen Verspannungen, gerade hinterer Oberschenkel oder Rücken, helfen eher isometrische Übungen, das heißt also eher Halteübungen, die gegen ein Gewicht arbeiten, aber wo der Körper sich nicht bewegt, das wären jetzt Planks oder zum Beispiel Wall-Sits, Wall-Sits gerade gegen hinteren Oberschenkel, um da die Spannung rauszunehmen, gerade für jemanden, der chronisch verspannte Muskulaturen hat, können isometrische Übungen helfen zum Thema Core-Training. Effizienztraining habe ich euch gezeigt, wo die Effizienz herkommt, nämlich durch die Speicherung und wieder Zurückgabe der Kraft durch die Sehnen, durch die Steifigkeit der Sehnen. Ja. Übertreibt es da auch nicht, ganz steife Sehnen können auch zu Verletzungen führen, weil die natürlich auch sehr stark dann am Muskelansatz zehren und am Knochen vor allen Dingen auch und dann zu Reizung führen können, also nicht übertreiben. Jemand, der Probleme hat, vielleicht auch nochmal Achillessehne oder Patellasehne nicht machen, keine Sprünge machen, sondern nur jemand, der wirklich ganz gesund ist, die Geschichten machen. Dann helfen vor allen Dingen alle möglichen Sprungübungen, um diese Spannkraft zu erhöhen. Und Maximalkraftübungen, da vor allen Dingen bis 4 Wiederholungen, also 4x4 zum Beispiel, und dann Calf Raises und Squats, also Kniebeuge. Da muss man aber schon viel Gewicht haben und da vor allen Dingen aufpassen, wenn ihr mit hohem Gewicht arbeitet, dann entweder in einem Käfig, wie ihr das hier seht, an einer geführten Stange, wo ihr die ganze Zeit einhaken könnt, dass wenn ihr keine Kraft mehr habt, auch zusammenbrechen könnt und hier habt dann so einen Stoßpuffer quasi, wo das Gewicht euch nicht in den Rücken krallt. Genau. Na, also da auch immer Safety first, ganz wichtig. Ja. Und für diejenigen, die es nicht haben und nicht ins Fitnessstudio gehen und auch keine Anleitung haben, lasst die Maximalkraft weg, macht Sprungübungen und kombiniert das Ganze dann noch gerade in der Vorbereitung mit Balance und dann habt ihr eigentlich alles gemacht. Ja. Aber unterm Strich muss man sagen, oder kann man vielleicht als Fazit ziehen, wenn man weiß, was man mit Krafttraining erzielen möchte und bringt das an der richtigen Stelle, in der richtigen Dosierung, mit den richtigen Übungen rein, kann das super vorbereiten und kann insgesamt die Verletzungsanfälligkeit deutlich senken, gerade Downhill-Thema. Mhm. Kann mir helfen, auch sehr zeitsparend große Erfolge zu erzielen, aber es ersetzt nicht das Laufen und es ist auch nicht
dieses Wundermittel, was manchmal oder ja, manche ja. Es ist nicht die, versprechen. Ja, wie gesagt, nicht die Wunderwaffe, wo man jetzt sagen kann, da lohnt sich jetzt richtig Zeit reinzustecken. Genau. Weil da ist dann die zwei zusätzlichen Läufe meistens die größere größere Hebelfaktor, wie jetzt das Krafttraining. Genau. Und das ist halt auch so eine Sache mit dem zu wenig Core. Ja? Naja, derjenige, der sich verletzt, hat zu wenig Core gemacht. Ja? So, das ist ja das, was oft immer erzählt wird. Ja? Aber de facto kann ich das ja immer sagen, weil was ist denn genug Core? Ja. Ich meine, da habe ich fünf Stunden Core in der Woche gemacht und dann verletze ich mich und dann kommt immer noch einer, der sagt, naja, ja, immer noch zu wenig. Also ich meine, das ist self-fulfilling. Also ich meine, man kann nie genug Core machen, damit dann dieses Argument nicht mehr zählt. Also von dem her, und das ist auch das, was die Industrie manchmal halt eben dann zeigen möchte, macht immer noch mehr, macht dort mehr, du musst mehr und dann Disbalancen und das lässt sich natürlich alles toll verkaufen. Mhm. In den Studienlagen lässt sich sowas alles nicht zeigen und da lässt sich höchstens eine Disbalance zeigen zwischen zum Beispiel Abduktoren und Adduktoren, das ist das Einzige, was du ja auch gesagt hast, aber ansonsten muss man die Erfahrung machen mit Verletzungen, muss gucken, wo sind die eigenen Schwächen und die eigenen Schwächen dann gezielt bekämpfen und nicht mit der Schrotflinte alles versuchen reinzuwerfen. Genau, nicht mit der Schrotflinte versuchen, alles zu treffen. Genau. Genau, dann noch die Maximalkraft-Squats. Mache ich die extra langsam oder wie sieht das Ganze aus? Da gibt es zwei Studien dazu, das weiß ich zu hinaus, wenn ich die genau gegenteilig gemacht haben, weil das hat mich selber gewundert. Die eine hat das extrem langsam gemacht, die andere hat das so gemacht, dass die versucht hat, dann am Ende sogar nochmal so fast so plyometrisch zu machen, obwohl er auch nicht abhebt. Und die haben beide gleiche Ergebnisse gezeigt. Also da gibt es tatsächlich in dem Fall keinen Unterschied. Bei der Sache, die ich vorhin gezeigt habe, mit dem... die habe ich gar nicht gezeigt, die Studie. Ja, ist egal. Auf jeden Fall, da gibt es auf jeden Fall keine eindeutige Größe. Was man aber allerdings sagen kann, wenn ihr Maximalkraft macht, also wirklich vier Wiederholungen, ja, also dass die vierte Wiederholung gerade eben noch geht, ja, dann geht das gar nicht schnell. Also das ist halt so viel Gewicht. Ja. Also bei mir sind das 135 Kilo, die ich dann drücke. Die mache ich halt nicht mehr schnell. Ja. Also das ist auch von alleine langsam. Ja. Also weil das Gewicht einfach zu groß ist. Und beim Runtergehen, wenn ich da schnell mache, schaffe ich es gar nicht mehr abzufangen. Dann kommt also, dann kracht man einfach durch nach unten. Geht es in den Boden. Ja. Also von dem her ist es automatisch langsam. Ja. Also eher langsam, auf jeden Fall nicht explosiv. Wenn explosiv, dann eher mit ein bisschen weniger Gewicht. Wie gesagt, da gibt es auch eine Studie, die das gezeigt hat. Aber von diesem 4x4 ist es sowieso von Natur aus langsam. Aber ich rate davon ab, wenn man es vorher noch nicht gemacht hat, das direkt als Maximalkraft zu machen. Ja. Also geht hin und macht erstmal das, so dass ihr sagt, okay, es wären noch drei Wiederholungen gegangen und arbeitet euch langsam ran. Weil das ist, unter Umständen ist das auch keine Frage der, also manchmal sind die Oberschenkel bei Läufern stärker als der untere Rücken und dann könnten die Oberschenkel noch, aber der untere Rücken, der bricht zusammen. Und, müssen wir mal kurz gucken, wo habe ich, Dings, ich finde meine Sachen langsam nicht mehr. Ich muss mich mal kurz einmal rausziehen, dann zeige ich nochmal ganz kurz was. Kannst du vielleicht noch eine Frage da jetzt nochmal kurz beantworten? Genau, also wenn ihr noch irgendwas habt an alle Fragen, dann könnt ihr einfach jetzt noch stellen oder auch gerne im Nachhinein dann nochmal. Der Gernot fragt noch, wie es aussieht mit gezieltem Training wegen Umknicken. Also da könnt ihr natürlich alles, was auch Balanceübungen sind, ist da wirklich eine Möglichkeit, das schon mal das Fußgelenk sozusagen darauf vorzubereiten, was da an Belastung darauf zukommt. Also Balanceübungen gegen Umknicken, aber auch natürlich auch Techniktraining ist einfach da vor allem ein wichtiger Punkt. Genau, und da auch, ich muss da kurz reinpacken, genau, und da auch anfangen, halt erstmal versuchen, statisches dazu zu machen, also zum Beispiel auch in den Alltag einbauen, auf einem Fuß Zähne putzen zum Beispiel, ja. Kostet keine Zeit und bringt am Anfang relativ viel. Ja? Dann steigern mit einem Auge zu, Zähne putzen und auf einem Bein. Ja? Und dann kann ich das Ganze nachher in Übung reinbringen, dass ich zum Beispiel Sprünge mache und versuche auf einem Bein stehen zu bleiben, auszubalancieren. Ja. So welche Sachen. Oder ich mache diese Sprünge, die ich auf einem Bein hoch runter, das ist auch eine sehr gute Balanceübung. Also quasi von statisch, erschwert statisch, ja? Dann eben das Ganze steigern. Aber auch da, wenn ihr da Infos haben wollt, da gibt's wir haben ein extra Trailrunning-spezifisches Training auch drin. Da ist auch nochmal alles zum Thema Balance auch nochmal gesagt. Und wenn ihr wirklich hart Krafttraining machen wollt, dann kann ich euch nur das empfehlen, hier so einen Hüftgurt, ja, der die Lendenwirbelsäule ein bisschen schützt.
damit ihr eben keine Probleme habt, wenn mit dem hohen Gewicht einfach. Genau, weil wenn der Rücken es nicht mehr halten kann, dass er dann nicht zusammenbricht, ja, sondern da stützt halt der so ein Lendenwirbelschutz ganz gut, das kennt man von Gewichthebern. Aber das sind halt echt Sicherheitsvorkehrungen, die man machen sollte und das sollte wirklich nur jemand machen, der auch das öfter gemacht hat. Also ich habe das in der Leichtathletikzeit schon viel gemacht, auch mit viel Gewicht und kann auch selber eine ordentliche Ausführung machen. Also wenn ihr es zum ersten Mal macht, geht ins Fitnessstudio, lasst euch das zeigen oder macht das mit einem Trainer zusammen im Fitnessstudio und steigert euch dann langsam. Ja, genau. Das vielleicht nochmal zum Schluss. Haben wir noch eine? Ja, unten rechts. Ah ja. Ist Schwimmen ein gutes Alter? Wir hatten auch vorhin Klettern. Bouldern, ja. Bouldern, genau. Ja, also genau, Ganzkörper-Core-Training, Schwimmen. Also Schwimmen ist ja, also ich finde Schwimmen grundsätzlich ist erstmal ein ganz gutes Training auf jeden Fall. Also gerade was jetzt auch gerade Latissimus angeht zum Beispiel, auch ein sehr gutes Training, auch unterer Rücken ist ein gutes Training. Ist natürlich sehr unspezifisch jetzt, was Effizienztraining natürlich angeht, weil ich keine, also es geht ja eher in die Richtung Core-Training, dann das sagt er ja auch. Ja. Da kann Schwimmen schon echt ganz gut helfen. Ja. Ja, also man muss natürlich aufpassen, Schwimmen ermüdet natürlich auch stark und es kommt darauf an, wie bringe ich das ins Training rein. Ich bringe es gerne rein als Regenerationseinheit auch, aber ich würde jetzt keine Intervalle oder sowas machen. Ja. Aber dann finde ich auch mal so 2 Kilometer Schwimmen als Core-Training gut. Bouldern ist ziemlich perfekt. Also es gibt, glaube ich, keine bessere Core-Training als Bouldern, weil ich eigentlich genau das Gegenteil mache von dem, was ich beim Laufen die ganze Zeit mache. Genau, man streckt sich eigentlich quasi die ganze Zeit. Ich habe viel Diagonalkräfte, ich habe viel isometrische Kräfte halt auch. Ja. Mhm. Also, aber muss man auch sagen, meine Frau bouldert viel und ist trotzdem häufiger auch verletzt mal. Ja. Also es ist auch nicht so, dass derjenige, der bouldert, jetzt dann deswegen nicht verletzt ist. Aber es schadet auf jeden Fall nicht, um halt auch die Alltagsprobleme, also untere Rücken, Bandscheibenvorfälle, so welche Geschichten auf jeden Fall vorzubeugen. Ja. Ist aber auch was, wo man am Anfang relativ schnell limitiert ist. Dann machst du 3 Routen und dann ist schon wieder Ende mit dem Tag. Absolut. Also es gibt auch epischen Muskelkater am Anfang. Ja. Also auch das jetzt nicht unbedingt 2 Tage vorm Wettkampf ausprobieren, das ist klar. Genau. Aber sonst ist Bouldern auch gut, aber nicht Bouldern und Schwimmen führt nicht dazu, dass man schneller läuft, sondern führt eher dazu, dass man keine Alltagsprobleme hat, würde ich sagen. Ja, genau. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt grundsätzlich das die perfekte Ausgleich ist. Die richtig guten Leistungssportler, die auch nie verletzt sind, denen würde ich jetzt nie sagen, geh mal schwimmen geh mal bouldern, weil nur jemand, der auch Probleme hat, der profitiert da richtig von. Aber im Sinne von Gesundheitssport und von einem gesunden und glücklichen Leben ist es ziemlich perfekt, bouldern. Ja. Genau. Genau. Haben wir sonst noch was? Nee, ich glaube bisher sonst nicht. Sonst haben wir es soweit. Ne? Ich denke, jetzt sind wir auch schon wieder von der Zeit her ganz gut durch. Ja, es war jetzt ein Performance-Ritt durchs Krafttraining. Man hätte sicherlich noch ganz, ganz viel zeigen können. Wir hatten heute jetzt aber auch dadurch, dass wir echt viel zu tun haben im Moment, gar nicht so unfassbar viel Zeit, das vorzubereiten. Ja. Ich bin immer noch der Einzige, der im Homeoffice ist, weil unsere Tochter noch nicht zur Schule geht jeden Tag. Von dem her ist das auch nicht ganz einfach. Wir hoffen aber trotzdem, dass wir euch das anschaulich oder einfach und gewinnbringend rübergebracht haben. Wenn, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen da, abonniert uns auf YouTube, dann kriegt ihr auch alle anderen Videos mit. Wir stellen unser komplettes, unser komplettes Marketing, wenn man das so möchte, ab August langsam aber sicher um und machen das ein bisschen gezielter und da wird es bestimmt auch wieder neue Formen geben. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, Sachen habt, wo ihr sagt, genau das brauchen wir, aber das wäre cool, wenn ihr das noch mehr machen würdet, dann her damit, dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen mehr reinbringen. Schaut auf unserer Website nach, da gibt es die ganzen Krafttraining für wenig Geld natürlich. Ja. Ja. Und letzte Frage, gibt es da noch was? Nee, kann ich jetzt nicht beantworten. Kann ich auch nicht. Ja. Genau. Ja. Kann ich jetzt nichts zu sagen, IDO-Portal. Es gibt ja auch ganz viele, Five und keine Ahnung was, da können wir jetzt auch nochmal ganz viel drüber reden, aber das führt zu weit. Haben wir es, oder? Ja, haben wir soweit. Ja. Lars, danke. Wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Genau. Thema, müssen wir schauen, was wir machen. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, immer raus damit. Ja. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Genau. Ja. Macht's gut. Prost, Lars. Hast du noch was? Ja. Ah. Ein Stückchen. Wie sagt man da im Schwarzwald zu? Ja. Letzter Schluck, keine Ahnung. Keinen besonderen Namen.